Wir spielen Warhammer Fantasy weiter. Wir sind in der Enemy Within-Kampagne, der Kampagne für Warhammer Fantasy. Das Rollenspiel für die alte Welt übrigens, nur damit wir hier im Klaren sind. Die nie gestorben ist und auch wieder ein Revival erlebt, möchte ich behaupten. Mit Old World am Horizont. Und es ist nicht nur die Kampagne für Warhammer Fantasy, es ist eine der Rollenspielkampagnen überhaupt. Aus den 80ern bis heute mehrfach erschienen und zuletzt in einer Director's Cut neu aufgelegt mit einem der ursprünglichen Autoren Graham Davis am Steuerruder, der uns heute auf den Tod auf den Reich schippert. Beziehungsweise wir waren da schon ein bisschen. Unser kleines Trüppchen hat eine Flussbarke abgegriffen und sie nach dem bei dem Kampf um die Barke verlorenen Finger von Karl Schauermann, der von Beruf Schauermann ist, benannt. Der wird gespielt von Thomas Römer. Das auch jemand, der in den 80ern schon, aber auf jeden Fall in den 90ern viel für Rollenspiel gemacht hat. Er hat vielleicht nicht Enemy Within geschrieben, aber ein paar ähnlich große Kampagnen, zumindest für den deutschen Markt, sehr prägend. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Hallo und hallo alle draußen zusammen. Und ja, ich habe tatsächlich hier hinter mir auch noch die erste Auflage von Enemy Within stehen, weil wir es paar Mal schon versucht haben durchzuspielen und jedes Mal im Endeffekt auf dem Reich verstorben sind. Also die Gruppen haben sich aufgelöst, weil das ist halt auch keine ganz kleine Kampagne, die kann sich durchaus ein bisschen ziehen. Und ich freue mich, jetzt hier dabei zu sein und gehe mal davon aus, dass wir tatsächlich, wo auch immer, in Altdorf, in Mittenheim, vielleicht außerhalb der Grenzen des Empire, auch wirklich unser Schicksal dieses Mal finden werden und nicht schon wieder auf dem Reich verhungern. Sagen wir mal so, ich habe auch die Borberat-Kampagne durchgeleitet bekommen und bin verschrien dafür, mit straffem Zügel und der Peitsche in der Hand den Plot vorwärts zu treiben. Also, aber niemand hat sich bisher dagegen aufgelehnt. Ich weiß nicht, ob ich so harsch bin oder die Leute trotzdem Spaß haben. Oliver nickt direkt bei, ob ich so harsch bin. Ich merke mir das. Schneidest gut. Also das sind die essentiellen Sachen, die hier passieren. Das ja, halt das ein auch. Ganzes Kapitel schon aus Death of the Reich direkt rausgekickt. Und das ist nichts weiter gewesen als ein kurzes Gespräch am Wegesrand, stattdessen um den Charakter einzuführen, weil es überhaupt nicht nötig war, so viel Gewese drum zu machen. Gewese! Ein Charakter, der kein Gewese um irgendetwas macht, weil das meiste sie höchstens zu einer hochgezogenen Augenbraue und einem Ich bin raus verleitet, ist Ruana. Gespielt von Bananepik von Orkig im Geschmack. Hallo, Bana. Na? Nachdem der Chat sich schon einig war, deine Stimme ist wunderbar. Erzähl uns, was deine wunderbare Stimme zurzeit so macht und wie es dir so geht. Mir geht's ganz gut. Eben ein Stück Schokolade gegessen, was auch sehr gut war. Oh. Sonst passiert bei mir aktuell nicht ganz so viel. Oh. Könnte schlimm sein. Jo. Ich gebe zu, dass diese Woche vielleicht ein bisschen voll ist. Ich leite 5 Runden, unter anderem eine davon für Ben von Pen and Paper, der das Geschwister von Ruana spielt, Gylathanel, der inzwischen von den meisten Leuten als Elfenprinz gehandelt wird und bislang noch nicht die Muße und Zeit fand, diesen Irrtum aufzuklären. Hallo Ben, wie ist es? Wir haben Wichtigeres zu tun, nicht wahr? Wir müssen die alte Welt retten. Das passiert in Warhammer selten genug, weil die Helden nicht immer unbedingt Helden sind. Und Gil auch nicht. Mir geht's fantastisch. Ich bin in meiner ersten offiziellen Ferienwoche und genieße die auch tatsächlich sehr, sehr ausgiebig. Aber auch trotzdem genug Termine, auch abends, genau wie du gerade gesagt hast. Wir freuen uns sehr aufs Drachengrab. Da ist ja Banner auch nochmal dabei am Freitag. Genau. Also es gibt genug zu tun, aber es ist tatsächlich gerade sehr entspannt, weil der Faktor Schule gerade komplett weg ist einfach. Immer diese Brotjobs. Ja. Ich habe auch noch eine Deadline diese Woche. Ja, der Chat sagt, die Runde am Freitag nur mit vollem Magen ansehen. Ich weiß nicht. Es gibt einerseits, wir fahren jetzt wieder in Gegenden, wo ich wieder leckeres Essen auspacken werde, chinesisches, weil wir Peking verlassen, was zu dem Zeitpunkt im Grunde ein Schlachtfeld ist, und nach Luoyang reisen. Aber es könnte auch wieder fies eklig werden, also entscheidet euch. Ach, passt schon. Ja, der Letzte im Bunde
Ist der Oliver Hoffmann. Eben schwebte er noch, bevor er alles fertig eingerichtet hat, hatte vor einem City of Mist Hintergrund. Oh, kurz bevor ich es vergesse, vielen Dank für den Raid, Ben. Und Gratulation, Oliver, der frisch ein erfolgreiches Crowdfunding hingelegt hat mit City of Mist, was ein sehr cooles Spiel ist. Schön. Großartig. Ja, nicht zuletzt durch die Möglichkeit, hier bei euch mal Probe zu leiten. Wo ich sehr dankbar bin. Ja. Hat Spaß gemacht. Hat auch allen Beteiligten sehr viel Spaß gemacht. Sehr gut. Ja, war ein schöner Abend. Gut. Damit sind alle vorgestellt. Ich würde sagen, wir schauen uns das Intro an, kommen ein bisschen in Stimmung und dann schauen wir, was passiert. Denn in einem alten Turm, auf dem ein neuer Semaphorenturm gebaut wird für die Nachrichtenweiterleitung im Imperium, das Karl Franz neueste Weisungen dazu, dass es innerhalb der Grenzen des Imperiums keine Mutanten gäbe, schnell verbreitet werden können, sind unsere vier Leutchen auf Untote gestoßen. Auf ängstliche Zwerge und untote Menschen. Und zuletzt ging eine Tür auf und auf der anderen Seite war eine halb verfaulte Visage, die sich anschickte, Ruonna das Gesicht vom Schädel zu nagen. Und da steigen wir gleich wieder ein. Was Ruonna überraschenderweise feststellt, sind ein paar Details. In dem Moment, als das untote Ding auf sie zuschlurft und eine halb zerfallene Hand ausstreckt. Und das ist unter anderem, dass der Zombie staubig ist. Wie eigentlich alles hier in dem Turm bisher. Durch langes Leerstehen und mangelnde Nutzung eingestaubt ist und teils auch gerostet. Die Knöpfe an dem abgenutzten Revers, die haben Grünspan angesetzt und auf den Schultern und dem größtenteils kahlen Haupt ruht eine feine Staubschicht, die jetzt ein bisschen in Unruhe kommt, als das Ding auf dich zustuft und in so Placken abrutscht, als würde eine Schneelawine abgehen in Miniatur, nur dass sie dir direkt in die Nase sticht und einen Niesreiz versucht auszulösen. Was gleichzeitig aber auch einen Schlagreiz auslöst, ist eben, dass diese Gestalt versucht, deiner habhaft zu werden mit einer ausgestreckten Hand und einem leisen Gurgeln. Und was ich gerne hätte, wäre auch ein Wurf auf cool. Darauf, wie ruhig wir bleiben. Denn dieser wunderbare untote Schrecken und meine Auffrischung der Regeln von Warhammer Fantasy Hand in Hand sagt, dass ihr Nachteile bekommt, bevor ihr ausreichend Fassung besitzt, euch diesem Ding zu stellen. Leider nur 40 von 36. 40 von 36. Du kannst das jede Runde wiederholen, um dann langsam versuchen, dich näher heranzuklettern. Ansonsten hast du bislang einen Nachteil, also immer eine Zehnerstelle abgezogen. Ja, das ist auch gar nicht mein Thema. Ich bin bei 35 von 41. Bist ja auch sowas von cool. 35 von 41. Damit hast du eine Stufe geschafft. Wir bräuchten aber zwei. Das auch heißt, du hast noch deinen Nachteil. Mhm. Ich bitte euch, das selber wissen. Wurf Ruonna. Ja. Eine 83 ist gar nicht so gut, ne? Nee, ist gar nicht so gut. Geht direkt gut los. Also es wäre hervorragend, wenn ihr selber euren Furchtstatus trackt. Mhm. Wer eine Stufe Erfolg hat, sobald ihr zwei Stufen Erfolg habt, also einmal zwei unter euren Wert gewürfelt oder zweimal in Folge einmal unter euren Wert gewürfelt, das ist multiplikativ. Wenn wir ganz cool sind, kriegt dann der Untote Angst vor uns? Nein, dafür müsstet ihr die Eigenschaft Furcht haben. Habt ihr die?
Habe ich da irgendwas übersehen? Ist bei den Flussleuten, bei Schauermännern irgendwo eine verborgene, heimliche, übernatürliche Fähigkeit? Er ist zwar schauerlich, aber im Namen. Kann zwar schmutzig kämpfen, aber das ist so das Fürchterlichste an mir. Dann immerhin Respekt. Vielleicht nicht Furcht, aber Respekt. Damit kommt man ja auch weiter. Gil hat 24 von 70. Oh, Gil ist der Gefassteste von allen. Das wäre auch sein idealer Moment für so einen One-Liner oder etwas in der Art. Ist kein Zwerg. Ich starre den Zombie vor mir nur entsetzt an. Gil hat recht, das ist kein Zwerg, das war einmal ein Mensch. Nie gedanklich nieder vor Gils Auffassungsgabe. Gerne auch nicht in Gedanken, wenn dir nach ist. Das nee, lass bin mal. Ich gewohnt. Ja, mein Prinz. Hervorragend. Eine Initiative hätte ich gerne von euch. Also euer I plus ein W10. Ich würfel auch mal für meinen schönen Untoten hier. Klackety-klack. Explodes. Der Zwerg, den hier gerade durch die Wand, die einfach aufgegangen ist, als ihr euch mit dem seltsamen sternförmigen Schlüssel des ersten Untoten genähert hat, der stößt jetzt nur einen kieksenden Schrei aus und dreht sich um und nimmt die Beine in die Hand. So, wie sieht's denn aus? Fangen wir doch mal bei Leo Lesterlauter an. Wo ist er gelandet mit seiner Initiative? Plus den W10 bei 6. Oh, wow! Das ist gar nicht so schnell, aber... So könnte man das sagen, ja. Ist Glathanel wieder flink dabei? 11 tatsächlich, ja. Genauso schnell wie ein Zombie. Was macht Ruhr, ne? 13. 13. Unsere Profi-Schaukämpferin, die ist tatsächlich flink dabei. Und zuletzt der neunfingerige Schauermann. Nicht zuletzt ganz knapp vor Leo bei 7. Wir Menschen kämpfen halt eher bedächtig. Gut. Dann ist Ruona auch tatsächlich als Erste dran. Das Ding vor dir hat dich vielleicht für einen Moment verunsichert, aber du hast dein Schwert festgepackt und ich meine, es gibt nicht groß viel anderes zu tun. Wenn du nach hinten weichen würdest, würdest du mehr oder weniger Karl oder deinem Bruder auf die Zehen treten. Was deswegen wäre mein Plan, ihn in den Raum reinzutreten, um Platz für einen Kampf zu schaffen. Okay, das heißt, du möchtest den quasi von dir wegmanövrieren, den Zombie, weil der mehr oder weniger direkt vor dir steht. Ja, und du mach kein Loch rein beim Treten. Du siehst, um seinen Hals hängt auch eine Kordel, die auch etwas ausgefasert ist, an der ein ähnliches sternförmiges Amulett hängt, wie das, was du schon bei dir trägst oder jemand anders an sich genommen hatte von dem ersten Untoten, den ihr oben noch niedergerungen habt. Der baumelt hin und her. Und von innen siehst du, dass das Schloss von der Tür, die sich ja gerade so jäh geöffnet hat, auch eine Platte hat, die eine ähnliche Markierung aufweist. Okay. Das heißt, du gehst davon aus, dass die Annäherung des Zombies an die Tür diese automatisch geöffnet hat. Gut. Um den Zombie zurückzutreiben, müsstest du schon auch entweder einen Wurf für deine Stärke machen oder angreifen. Ich mach mal meinen Brawling. Oh, knapp. Es sind 54 von 61. Schauen wir mal, wie gut mein Zombie abschneidet. Boah. Mit einer 9. Du machst einen weiten Hieb, du trittst nach ihm, aber er lässt mehr oder weniger diesen Tritt einfach an sich abperlen. Du spürst zwar das Rippen nachgeben unter dem Absatz deines Stiefels, aber das haut ihn nicht zurück, sondern er absorbiert mehr oder weniger einfach mit Fleisch, das so die Konsistenz von altem Brot hat und faulenden Knochen den Wucht deines Trittes und bewegt sich keinen Schritt zurück, sondern ist weiterhin Nase an Nase mit dir. Gül darf als Nächstes. Das heißt, Rü blockiert die Tür und der Zombie auch. Ja. Würde ich es schaffen, an meiner Schwester vorbeizuschießen mit einem Pfeil? Ich würde dafür eine Erschwernis geben. Ja, dann würde ich das probieren. Also von einer Stufe, also 10 runter von deinem Wert. Fair.
Das heißt, genau, ich würde tatsächlich neben Rü anlegen und versuchen, in die Dämmerigkeit des Raumes zu schießen. Ich nehme also mein Archery-Skill und habe eine 37 von 10 runter, wären es nur noch 60, also 37 von 60. Das sind immer noch 3 Erfolgsstufen, das heißt, ja. Du kannst ihm gerne deinen Schaden zufügen. Genau. Mit plus die 3 Erfolgsstufen, die du erwürfelt hast. Ach, der Bogen. Ich soll es mir mal aufschreiben. Ah, 7, da steht's ja. Ha, also 10. Ich habe hier keinen Würfel dann drauf. 10. Ja. Gut. Was hat er für eine Toughness? Ah, hat er. Da. Gut. Ja, der Pfeil bohrt sich. Also der zischt wirklich so knapp über Roanas rechter Schulter hinweg. Und bohrt sich dann seitlich in den Kiefer, schiebt den mit einem Knacken und splitternden Zähnen auch hoch aufwärts in den Rest des Schädels. Und irgendetwas gibt nach und er hört, dass so Dinge hinten aus dem zerschmetterten Kopf rausfallen und sich auf dem Boden ausbreiten als pulveriger Staub. Dann trete ich einen Schritt zurück, um den anderen eventuell Platz zu machen, falls die irgendwie da durch oder kommen. Was müsste hilft ja nichts, wenn wir alle blockieren. Und dann ist der Zombie dran. Der schwingt ein relativ einfach gehaltenes Haushaltsmesser, aber dafür mit großer Entschlossenheit. Allerdings nicht mit einer 92. Er hackt damit gegen den Türrahmen. Es sei denn, Ruona würfelt eine 100 beim Verteidigen. So meine Würfel. Ich tue noch meine Würfel. Ugh. Nein, das ist keine 100. Das sind, was hatte ich, 28 sind... Zwei Erfolge. Gut, dann kriegst du einen Punkt Vorteil, dadurch, dass du erfolgreich verteidigt hast. Als nächstes ist Karl dran. Ist über der anderen Schulter von Ru ein bisschen Platz, um mit dem langen Bootshaken zuzustechen? Würdest du sagen, es ist zwar keine irrsinnig breite Tür, aber Ruona ist eine Elfe und dementsprechend trotz ihrer muskulösen Schultern nicht irrsinnig breit gebaut. Außerdem ist sie in eine Kämpferhaltung gegangen, wo sie sich gedreht hat, mit ihrer Waffenhand nach vorne natürlich. Es ist genauso wie bei Ben ein 10er Abzug. Dann würde ich das probieren. Naja, es ist dann ein 20er Abzug, weil ich immer noch Angst hast. Ja. Unnötigen Respekt vor diesem Staubhaufen habe. Nee, das klappt knapp nicht. Eine Stufe daneben. Oh, ich muss übrigens auch noch. Das sind besondere Zombies. Ich mein, Pfeil. Also, ihr seht, dass rings um den Pfeil das Fleisch. Dieses schaumig-poröse alte Fleisch langsam anfängt wieder zu schließen und mit so ein Zahn wieder an die Stelle zurückschnackt, wo er hingehört und noch so ein bisschen vibriert. So mit den Überresten des Kiefers. Ja, wie sieht's aus, Karl, mit deinem Angriff? Nee, eine Stufe daneben. Eine Stufe daneben. Tja, das war Ruona, die im Weg stand. Leo! Das ist mir alles zu unheimlich. Ich hol mich da mal raus. Leo hält sich zurück. Macht Platz für den Rest. Ja, Karl hat eine Armbrust, die hat er sogar noch durchgeladen, bevor sie hier reingelaufen sind. Das ist korrekt. Wir fangen aber wieder mit Ruona an, die eine weitere Chance drauf hat. Erstens, ihren Angstmalus zu überwinden mit einem Wurf auf Cool. Hier sind meine Würfel. Ah! Es sind zu viele Würfel auf dem Spielfeld. So. Nein, wieder nicht. Das ist 81. Ihr habt auch Reloads, ne? Ich weiß dich nur darauf hin. Der Zombie kriegt wieder einen Vorteil. Deiner ist damit weg. Statt der Aktion eben noch eben versuchen, vielleicht etwas mehr Mut zu sammeln. Ja, 07. Das ist sehr schön. Ja, du hast deine Angst überwunden. Nächste Runde bin ich am Start. Gil, bislang warst du am erfolgreichsten, solange deine Schwester nicht in den Weg kam. Ich habe irgendwie da vorbeigeschaut, dass das Ding sich anscheinend wieder zusammensetzt. Sehe jetzt nicht so viel Sinn, an ihr vorbeizustechen. Ist gar nicht so blöd. Nein. Ich bleib. Was sind 11 Pfeile habe ich noch, also fliegt ein weiterer Pfeil erstmal
einfach in die Richtung und ich versuche es wieder mit der Erschwernis. Du hast einen Vorteil durch deinen... Ah, gut, dann bin... Ja, gut, weil das sind 63 dann von 70 mit dem Vorteil. Sonst dann hätte ich es nämlich nicht erschafft. Ja, also gerade so ohne extra Ding. Das heißt, 7 Schaden sind es einfach. Gut. Dieser Pfeil reißt ihm gute Teile von seinem rechten Schlüsselbein weg. Das ist wirklich alles sehr brüchig und kaputt. Mit einem Pock, Pock, Pock verschwinden mehrere von diesen angelaufenen Knöpfen irgendwo auf den steinernen Fliesen im Raum dahinter. Das ist auch so ein gedämpftes Pock, als wäre da ein Teppich oder beziehungsweise ein Teppich aus Staub, den ihr auch ausmachen könnt, der jetzt von schlurfenden Füßen in halb verrotteten Lederschuhen aufgewirbelt wird. Und dann versucht sich der Zombie erneut an einem... von einem begleiteten Hieb. Aber der ist nicht erfolgreich, zugegebenermaßen. Ruona kann aber verteidigen und dadurch wieder einen Vorteil gewinnen. Gedodged, ich habe eine 15 von... Aber ich habe Malus auch auf Dodgen, oder? Oder ist die Angst nur auf Angriffe? Oder? Doch, ich glaube, alles, was mit dem Ding zu tun hat. Okay, dann... Aber trotzdem kriegst du dadurch einen Vorteil. Ja, es ist immer noch ein Erfolg, auf jeden Fall. Ja. Karl! Ich habe immer noch deutlichen Respekt vor diesem Viech und mache einen Schritt zurück und wechsle tatsächlich von Bootshaken auf die gespannte Armbrust. Mhm. Gut. Das ist dann deine Aktion. Bootshaken wegwerfen, Armbrust wieder bereit machen und heben. Mhm. Und Leo Lesterlaute. Hat irgendjemand noch Angst, ne? Denkt dran, dass ihr das auch noch verbessern könnt. Ich bin meine Angst inzwischen los, wie gesagt. Du bist deine Angst los, genau. Ich habe nur Thomas dran erinnert, falls Karl noch... Deswegen sagte ich, ich habe noch zu viel Respekt vor dem Viech. Ich geh mal da weg. Ich versuche mich mal mit meinem Schwert da reinzudrängen. Ja. Schubst Thomas ein bisschen zur Seite und versuchst dann mit dem Abzug von einem Zehnerschritt an Ruona vorbei, dem Zombie den Gar auszumachen mit deinem Degen. Das wäre 34. Wenn ich die Zehnerstelle absehe, bin ich bei 44 und mein Weapon Skill, ich hab's sofort. Naja, du wirst ja wahrscheinlich Brawl oder etwas anderes benutzen, wo du möglicherweise noch mehr drauf hast. Ja, einmal nicht so sicher, was mein Brawl-Skill angeht. nein, leider nein. Ich würfel mal nicht für den Ghoul. 89. Der hat es auf jeden Fall versemmelt. Das klingt, du hast gewonnen. Ja, ich bin auch nur 6 unter meinem Brawl-Skill, also alles gut. Ja, wunderbar, dann kannst du ihm Schaden machen. Und hast einen Vorteil gewonnen. Gut. Ich mache... Kann das sein, dass ich 5 beste? Mhm. Ja, das klingt durchaus sinnig für einen Degen von jemandem, der nicht irrsinnig stark ist. Ja, du kappst mit einem Tschack die letzten Sehnen, die den Kopf noch aufrecht halten, nachdem der Pfeil von Gül einiges kaputt gemacht hat. Und daraufhin... Oh, ich muss zwischendurch noch mal regenerieren. Das könnte vielleicht noch ein bisschen was ändern, aber... Es sind tatsächlich sogar 7 Feste, sehe ich gerade. 7 Feste. Weil ich ja inzwischen von Degen auf Schwert umgestellt habe. Ja. Das passt dann aber trotzdem immer noch sehr schön. Du kappst so die letzten Sehnen, die gerade versucht haben, sich wieder zusammenzuwachsen. So wie wenn man zuschaut, wenn ein Seil sich auflöst und in einzelne Fasern zergeht, nur dass das rückwärts ist, dass die einzelnen Fasern wieder zurückkommen und die Sehnen sich wieder zusammensetzen. Und du schneidest das einmal sauber durch und der Kopf fällt nach hinten mit einem Knack, dass er einfach in den Nacken herabhängt. Und dann sinkt der Untote langsam zu Boden. Ein kopfloser Geselle, das. Apropos kopflos. Was zur Hölle ist das für ein ekelhaftes Teil? Geht's dir gut, Hu? Bleibt sogar liegen. Ja. Oh, okay. Ja. Ich glaube, ich trete nochmal auf den Schädel. Nicht, dass der nochmal anwächst. Ja, ich würde ihn auch nochmal so ein bisschen zur Seite, den Körper so ein bisschen zur Seite, damit die anderen auch reinkommen können. Gut. Mit dem Fuß schieben. Ja, der gibt nach, als wären Knochen und Haut im Grunde nur so dickes Pergament. Oder wie wenn man...
Ruona ist vielleicht irgendwann mal dagegen getreten oder wer ein bisschen mehr auf dem Land aufgewachsen ist. Ein Buvist, so ein großer, hohler Pilz, der, wenn man dagegen tritt, sofort nachgibt und in Staub verpufft. So ähnlich passiert es mit dem Tritt auf dem Zombie-Kopf. Und dahinter ist ein staubiger, aber ansonsten immer noch vollständig eingerichteter Raum mit einem Lesepult, das ihr sehen könnt, direkt voraus. Bitten wir doch mal eine Lichtquelle, die wir haben, rein. Ich würde mir auch gerne den Schlüssel nehmen, den um den Hals. Du nimmst den Schlüssel an dich. Ja, das war jetzt der zweite Untote in kurzer Zeit. Wir können also davon ausgehen, dass noch mehr unterwegs sind. Und die können Türen öffnen mit diesen Dingern. Ja, vor allem, ich denke, wenn das eben so passiert ist, dann haben wir ja auch einen Schlüssel, der möglicherweise ihm vorbeigehen auch eine Tür für uns öffnet. Hm. Vielleicht wäre es ja schön, die zu finden. Ist alles in Ordnung? Der Zweck ist, als ich ein Herz gefasst ist, wieder ein Stückchen zurückgekommen. Hm. Geht es euch gut? Ja, ja. Na sicher doch. Bei Grugni, ich hatte mich damit gerechnet. Ist auf jeden Fall weg. Ah, gut. Und es war nicht ihr macht das schon. Ja, machen wir das. Aber vielleicht könnt ihr einen Blick drauf werfen. Das Ding sieht nämlich älter aus als euer Buch des Groll, wenn ich das so sagen darf. Entschuldigung! Bitte? Das Buch des Groll meines Clans geht länger zurück als euer Imperium, menschlich. Menschling. Ja, selbstverständlich. Kneif die Augen zusammen. Oh, nein. Ein Elfling sogar. Ja, genau, zwei. Aber grämt euch nicht und grollt mir nicht. Wir haben die Sache hier im Griff. Aber trotzdem könnt ihr vielleicht mal eure Kenntnis reinwerfen und schauen, woher dieser uralte Bewohner vielleicht stammen könnte. Nun, was immer es ist, es war mal ein Menschling, oder? Er schiebt sich so ein bisschen unter Karls Ellenbogen durch. woher soll ich denn das wissen? Ich meine, er trägt Menschling-Kleidung und ich kann zwar den Kopf nicht mehr sehen, weil, also, ich weiß nicht, was ihr damit gemacht habt, aber, der ist flach, als hätte man den durch die Steinpresse gejagt. Aber der Rest, der sieht schon sehr menschlich aus. Nur halt tot. Also, Entschuldigung, er geht nach außen. Und vermutet ihr, dass so einer oder mehrere vielleicht eure Kollegen und Kolleginnen verschleppt haben könnten? Oh, nein. Nein. Nein, das war eher ein Ausruf von mir. Doch, ja, ich kann mir das leider schon vorstellen, ja. Ja, schlechte Luft da drin. Ja. Mies belüftet. Bleib draußen, ist in Ordnung. Bist du schon? Ja, ich bin schon, und während die sich unterhalten geht, bin ich schon reingegangen. Ich alleine. Im Raum um. Ja, da ist ein Schreibtisch mit Schreibmaterialien und verschiedensten Tuschen, Schreibfedern, ein Zeichenbrett. Eine größere Skizze an der Wand von zahlreichen Gesichtern, die grob mit Linien miteinander verbunden sind, die vage an einen Stammbaum erinnern, aber ohne groß, dass irgendetwas damit wirklich denotiert wäre. Also da steht nicht dabei, wie die Leute heißen oder wie genau ihr Verwandtschaftsverhältnis ist, sondern nur so ein paar Schlaufen und Linien, die sie miteinander verbinden. Aber die meisten davon teilen sich doch eine ziemlich große Ähnlichkeit. Es sind alles Menschen mit einer bemerkenswerten Adlernase, einer hohen Stirn, vor allen Dingen bei den Herren, und dichten, buschigen Augenbrauen, die leicht nach vorne stehen, was ihnen insgesamt den Eindruck verleiht, als wären sie missmutig und würden kontinuierlich von oben auf andere herabschauen. In der Ecke gibt es noch ein Fass, auf dem ein geschnitzter Holzstab liegt, und eine Kiste steht dort mit einem kleinen, auch inzwischen schon angelaufen, aber komplex wirkenden Schloss, das von guter Qualität ist.
da sich nur zwei von euch selber bewegen können. Mhm. Wie sieht es denn aus? Wollen Karl und Leo auch mit rein? Ja. Gerne. Und zwar dann auch gleich in Richtung auf die Kiste, weil der Schreibkrams ist nicht so ganz meins. Auf zur Kiste. Gut. Wie gesagt, die hat ein kleines, fein gearbeitetes Schloss. Und es gibt noch eine weitere Tür, die aus dem Raum wieder rausführt. Oh, dein Ehrgeiz in allen Ehren, aber wir sollten bei so etwas zusammenbleiben und nicht einfach in die Dunkelheit marschieren. War ja nichts mehr. Ist richtig, aber der Erfahrungswerte nach, die wir jetzt nicht so haben, aber der Geschichten nach, wandeln Tote nicht einfach so aus Langeweile in Gewölben umher. Meistens wurden sie ja mit irgendeinem Sinn und Zweck belegt und erweckt. Möchte sagen, vielleicht ist sie etwas Gefährlicheres als nur ein paar Staubis. Wahrscheinlich, ja. Oh, gut, da sind wir uns einig. Bitte lauf nicht alleine rum. Hat sich, wenn oder als Warner da hinten in die Ecke mit der Tür gekommen ist, an der Tür irgendwas getan? Vielleicht ein Klickgeräusch am Schloss oder so? Ja, tatsächlich. Als Warner da näher herantritt, gibt es einmal kurz einen Klick und die Tür schwingt einen Hauch hin und her. Und als sie wieder davon weggeht, gibt es, ihr würdet fast sagen, einen Rückwärtsklick. Also wenn das ein ist es dann ein... Ich weiß nicht, ob man den Unterschied gehört hat, aber einmal hoch, einmal runter. Ja, es hat sich aufgeschlossen und wieder abgeschlossen, was auch immer der Mechanismus ist, der diese Türen befehligt. Möchte jemand in die Kiste gucken? Boah, ich würde ja mal probieren, ein bisschen daran rumzubasteln. Ist das Holz zurück und fest? Platz. Das Holz ist alt und morsch, man könnte sie auch einfach aufbrechen. Ja. Karl, bevor du deine neuen Finger bewegst, du hast doch Kraft und einen Haken zum Hebeln. Ja, aber wenn da irgendwas Zerbrechliches drin ist. Gut, du bist der Kistenexperte. Ich gehe ein paar Schritte zurück. Oh, nicht da oben. Direkt auf die Mauer. Ja. Ja, so viel Angst wie eine Katze hoch. Wunderbar. Karl, hast du denn Schlösserknacken? Ich habe keinen Schlösserknacken als Hauptskill oder sowas. Nein. Ich hatte nur schon mal irgendwie eine Kiste mit sehr viel Glück aufgemacht, also glaube ich, dass ich das kann. Ja, schön. Beim letzten Mal geht auch diesmal. Alte Regel. Ja. Ich schätze, dann ist es deine Dexterity. Das fürchte ich auch. Mit der du da arbeiten musst. Und dann ist es ein normaler Wurf. Ja, aber nicht mit diesen Würfeln. Ja, du fummelst ein bisschen mit einem kleinen Metallstück an dem Schloss herum, aber ja, du weißt nicht mehr genau, was du getan hast. Gut, ja, nicht schlecht. Ich stelle fest, offensichtlich fehlt mir der 10. Finger. Was glaubst du, wie lange bleibt es, bis es doch mit Gewalt aufbricht? Lässt du mich mal gucken? Geduldsmäßig. Ja. Ich versuche dein Glück. Also nicht, dass ich Lockpicking hätte, aber ich würde halt auch mal meine unfassbare Geschicklichkeit spielen lassen. Ja, 29 von 29. Ja, es ist ein ziemlich langes Rumgeeier mit einem... Ich hab's gleich. Ich hab's im Griff. Also kannst du nur um Sekunden handeln. Und ich bin so an die Wand gelehnt, spüre den Staub auf meinem Rücken. Ich schau mir mal die Schriftstücke an. Es ruckelt kurz, dann schnappt es wieder zurück und dann ein bisschen wildes Hin- und Herrütteln und ein beherzter Schlag auf das Werkzeug, das du benutzt, und das Schloss springt mit einem Knacken auf. Seht ihr? War ganz leicht. Aha, super. Schnell, ja. Ja, ging fix. Öffnest du die Kiste oder lässt du nur das Schloss offen? Es ging nur ums Schloss. Nee, es ging nur ums Schloss. Natürlich möchte ich sie aufmachen. Jetzt mal vorsichtig. Ja, du machst sie vorsichtig auf und du siehst, dass mehrere kleine Glasviolen unter dem Deckel angebracht sind, an dem morschen Holz, die sicherlich zerbrochen wären, wenn man den ganzen mit Gewalt zu Leibe gerückt hätte. Die sind da einfach so in Lederschlaufen gehalten, mit kleinen Korken, die drin stecken, mit einer dunklen Flüssigkeit. Die ist zwar halb eingetrocknet, aber ein bisschen gluckert noch hin und her. Und ansonsten? Reden wir von Tinte oder von irgendwelchem alchemistischen Zeug? Oder? Kannst du den Unterschied feststellen? Naja.
Es ist also schwarz. Ich weiß, die Tinte riecht. Ich schreibe viel. Es riecht tatsächlich leicht nach Tusche. Mhm. Also möglicherweise sind das wirklich einfach nur Tuschegläschen, die da sind. Oder möglicherweise ist es ein zufällig nach Tusche riechendes, ätzendes Gebräu, das Karl noch mehrere seiner Finger gekostet hätte. Ihr müsstet das testen, um es herauszufinden. Die Kiste enthält ansonsten, du drehst das ein bisschen hin, es verhält sich auch wie Tusche, die Kiste enthält ansonsten eng zusammengerollte Papier- und Pergamentbögen, die mit zerfallenden Stoffbändern umwickelt sind. Ich mache vorsichtig das erste auf. Möchte noch jemand lesen? Das wird bei mir zu lange dauern. Ich schaue gerade erstmal diesen Tisch an, was hier noch alles zu finden ist. Auf dem Tisch sind zahlreiche handschriftliche Notizen in einer so spinnenbeinartigen, kritzeligen Schrift, die alles bedeckt und die Mathematik zu tun haben. No. Mm. Was dir nicht gefällt, ist, dass immer wieder das Wort Morslieb in den Einleitungen zu verschiedenen Formeln vorkommt. Oh, mir gefallen auch die Matheformeln nicht, aber das ist eine andere Sache. Gut, wir gleichen das mal ab. Ich nehme mal so ein paar Papiere mit. Zerfallen die? Sind die auch so alt wie der Raum selbst oder sind die frischer? Die sind so alt wie der Raum selbst, okay, aber sie sind also aus sehr hochwertigem Papier. Oh, okay. Das, also gute Bütte, die ohne Säure und in Trockenheit gelagert wurde. Die hat nur ein paar Stockflecken. Ansonsten ist das Papier immer noch ziemlich gut in Schuss. Okay. Gut, mit denen gehe ich mal zur anderen Gruppe zurück. Und in der Kiste liegen Karten, wie sich dann herausstellt, wenn ihr euch die ersten anschaut. Dies ist, das Einzige, was draufsteht, sind Ortsnamen. Das sind alte, antike Karten des Imperiums, des Reiklangs und speziell von Talabekland. Und die meisten davon sind normale Kartografie. Höchstens unterscheiden sie sich dadurch, wie schön sauber sie gearbeitet sind und wie die Orte heißen. Teilweise stehen da noch sehr altmodische Versionen der Ortsnamen drin. Dies Dorf hieß wohl irgendwann mal Adais Dorf. Das scheint wohl verschliffen worden zu sein, zu dem relativ sinnfreien Namen, den es heute hat. Und eine der letzten Karten, die er ausrollt, zeigt wieder die Talabekland-Region, beziehungsweise eine Region, auf die ihr aktuell zuhaltet, den Süden des Imperiums. Und da sind drei harte schwarze Linien mit dicker Tusche draufgezeichnet, die insgesamt ein auf einer Spitze balancierendes Dreieck darstellen. Diese Linien kreuzen sich also an drei Stellen, bilden so ein Dreieck mit überstehenden Enden. Und eine von diesen Kreuzungen ist mit roter Tusche noch einmal eingekreist worden. Fällt die auf irgendeinen geografischen Ort? Ihr würdet sagen, am ehesten. Was hast du denn für... Wie schlau bist du denn? Diese unangenehmen Fragen. Dein Charakter. Ach so, ich könnte es dann geht's ja. 31. Mach doch mal einen Wurf. Ja, 57. Ich habe keinen Plan. Also, was du. Ich meine, es ist alles beschriftet. Daher weißt du, was das für ein Ort ist, grob. Das sind die kahlen Hügel. Und ansonsten sagt dir das alles nicht so wirklich was. Warum da jemand so Sachen drauf kritzelt und was das zu bedeuten hat. Okay, ich versuche mir mal das so einzuprägen, dass ich das auf eine aktuelle Karte übertragen könnte. Ja, das kannst du gerne tun. Du kannst auch die Karte einfach mitnehmen, wenn du möchtest. Auch das wäre ein Plan. Zeigen die Ecken des Dreiecks auf bestimmte Orte? Tatsächlich, also im Norden liegt es tatsächlich noch ein... der Kartenausschnitt ist tatsächlich größer, als ich vorhin beschrieben habe. Entschuldigung. Das geht durch Minnland bis nach Nordland. Und die Linie, die oben mehr oder weniger waagerecht verläuft, die würde durch fast durch Karoburg ungefähr gehen. Vielleicht, oder? Das ist echt ganz groß. Sicher, durchgeht, ja. Und damit kreuzt es rechts dann östlich von Middenheim irgendwo, würdest du sagen.
Es ist eine grobe Karte, tatsächlich. Deswegen ist es schwer zu sagen, aber ihr könnt zumindest grob sagen, wo die eingekreiste Region sein müsste. Ist das etwa in der Nähe von den Schwarzspitzen im Grissenwald? Tatsächlich. Wie gesagt, notfalls könnte ich mit ein bisschen Lore Reichland würfel da mal drauf. Das geht knapp daneben. Knapp daneben, also du glaubst schon, dass es ist zumindest die gleiche Region des Imperiums, grob gesagt. Der Süden in Richtung Schwarze Berge. Ja, das sag ich dann auch. Das ist irgendwo da in der Nähe, wo wir vielleicht ohnehin hinwollen. Und wir können die Karten ja mitnehmen. Dann haben wir auch einen Grundstock für die Navigation unseres stolzen Schiffes. Und manche diese uralten Karten... Man kann sie immerhin irgendwo als Dekoration aufhängen. Ja. Also einen gewissen Wert müssen sie auch haben. Ich würde die Dinger ja sonst nicht in einer verschlossenen Kiste mit Schaumdeckel an. Klar, haben sie einen Wert, aber die kannst du doch nicht verkaufen im Imperium. Ohne? Ohne? An den Galgen gehangen zu werden. Oh, wegen dem Gekritzel da drauf, meinst du? Ja. Das ist ja nicht auf allen. Ich habe auch gekritzelt, aber das ist nur Zahlengekritzel und hier steht ab und zu Mors lieb. Da. Jetzt bräuchten wir einen Gelehrten, aber die fliegen immer aus dem Fenster. Hat irgendjemand von euch Navigation? Navigation 55. Oh. Dann machen wir mal einen Wurf da drauf. Ja, hier, die Elfen natürlich. Irgendwie, irgendwann seid ihr ja irgendwann mal von Ulfhorn rübergekommen. Ja. 31. Oh. Wow. Ja, 46 von 55. Mhm. Das reicht tatsächlich. Wenn du das Ganze hin und her drehst und das in Verbindung bringst mit dem, was du hast. Ru hat, glaube ich, einen 34 von 47. Einen ähnlichen Moment der klaren Durchsicht. Und vielleicht schließt sich ja auch noch Leo Lesterlaute an. Es sind Karten. Also ich müsste auf Intelligenz würfeln, das klappt aber. Das klappt aber auch mit einer Zähnestelle drunter? Nee, 31 von 35. Ja, dann, das kitzelt irgendwie sowas. Die beiden Elfen realisieren, dass die schwarzen Linien das extrem erratische, die extrem erratische Umlaufbahn, das ist vielleicht ein falsches Wort, wie Morslieb sich wieder die Vernunft durch den Himmel bewegt, auf der Oberfläche der Welt darstellt. Und es sind zwei Kreuzungen von Bahnen von Morslieb zu unterschiedlicher Zeit, die da eingezeichnet sind. Und offensichtlich hat wer auch immer hier vor doch, naja, so viel Staub gewohnt hat, Morsliebs Bahn berechnet, um diese Orte bestimmen zu können, wo sich die Bahn kreuzt. Ja, das teilen wir mit, und zwar in sich gegenseitig ergänzenden Sätzen, wie für Zwillinge. Und dann blicke ich nochmal zurück an diese große Pinnwand mit dem Stammbaum. Ha. Mit also was immer. Lauter Leuten, die die Personifizierung von diesem Gesichtsausdruck sind. Beziehungsweise irgendwo missbilligenden Herablassung. Gibt es irgendwo bei dem Stammbaum Symbole oder irgendwelche... Nein, tatsächlich keine Namen, keine Kürzel, sondern jemand hat offensichtlich... Es sind auch unterschiedlichste Stile von verschiedenen Künstlern. Da hat jemand wohl daran gearbeitet, eine Bebilderung eines Stammbaums herzustellen und diese Bilder da festgepinnt. Auch keine Siegel oder sowas? Nein. Okay. Also was immer Familie Geiernah sich hier gesucht hat und in Verbindung mit den Karten und unseren Berechnungen von Mors ewig her, wie wir gesehen haben, könnte sich ja jetzt wiederholen, wenn Karl gesagt hat, dass der Ort ähnlich ist wie der, wo unser Gelehrter
erwartet wird. Naja, und wir hatten ja schon mal irgendwie einen bestimmten Stamm von Morslieb, der auch wieder für irgendeine scheußliche Beschwörung benutzt wurde. Ja, ja, ja. Aber da ist nicht eine dieser Kreuzungen von dem Dreieck, wo wir schon waren, bei, was ist das, Beckhafen? Bögenhafen? Bögenhafen war es, ja. Nein. Hm. Obwohl die eine, die linke Linie, nein, die verfehlt Bögenhafen. Okay. Das, wer auch immer das eingezeichnet hat, hat damit offensichtlich nicht versucht zu berechnen, was auch immer euch beinahe widerfahren ist, als Morslieb, der Chaosmond mit seinem feixenden Totenschädel tief am Himmel hing. Beantwortet aber trotz allem geografische, mathematische und astronomische Fragen, aber noch nicht, wo sind die Zwerge abgeblieben? Vielleicht hinter der Tür? Rü. Ich gehe hinter die Tür. Die Tür öffnet sich für dich, natürlich. Natürlich. Als du dich näherst mit dem Schlüssel. Und du hörst sofort leise schlurfende Schritte, die auch näher kommen. Oh. Seid ihr bereit? Ja, der Okay, war. Let's go. Nicht Hi. Wieder vor uns laufen. Karl zielt, Gil zielt, Rü läuft vor. Rona rennt rein. Wird auch direkt so ein bisschen zur Seite laufen, damit die eine Schussbahn haben. Gut. Der Untote, der auf dich zugeschlurft kommt, in dem gleichen Livret, auch mit einem identisch aussehenden Schlüssel um den Hals, bewegt sich in einem sehr ungeschickten Bogen, um weiter auf dich zuzuhalten. Und dann können wir gerne wieder in die Initiative gehen. Das heißt, ihr gerne. Wir werden jetzt wieder in die Initiative gehen, meine Lieben. Ja, gerne, wenn ihr wollt. Danke. So es denn gerade genehm ist, ja? Ach ja, mir ist nach Initiative. Das ist eine viel bessere Initiative. Eine viel schlechtere Initiative. Ja. Echt? Ja. Okay, ich habe einen 9 Boah. Gewürfelt. Das ist ein flinker Untoter. Ja, wenn einmal die Türen offen sind, fangen sie an zu rennen. 14 für den Herrn Zombie. Dann habe ich gehört, eine 11 für Leo. Mhm. Wie steht's bei Karl? 13. Wow. 13 für Karl, Ruana. 12. 12 für Ru. Und Gül? 7. Mir fallen meine Pfeile. Moment, die muss ich erstmal. Das ist ja auch der Köcher, war ja auch hier. Ich würde sagen, ihr habt eure Furcht über für Zombies beim letzten schon überwunden und müsst nicht nochmal einen Wiederaufleben derselben spaßigen Proben machen. Kennst du einen, kennst du alle. Zombies. Kennen sich auch alle untereinander. Ja, ja. Der hat eine andere Uniform. Ja. Oh nein. Aber er ist auf jeden Fall als erster dran, der Herr Zombie. Und mit einer 15 legt er tatsächlich sauber hin. Was der andere nicht konnte, der hier hat eine kleine Fleischerbeil-Version. So irgendwo zwischen schweres Messer und kleiner Axt in der Hand, die er sauber einmal hochzieht. Was hat er? Hat tatsächlich damit 2 Erfolgsstufen. Und wie viele liegt Ruana daneben? Viele. Warte. Dodge 3. 3. Das sind insgesamt 5. Das heißt, das sind 12 Punkte Schaden, von denen du aber deinen Toughness-Bonus und Rüstung abziehst. Ja. Autsch. Das ist eine Menge. Aui. Das ist eine Menge. Ja, er macht das mit seinem Gesicht ist in einem unendlosen, leicht schiefen Grinsen eingefroren. Die Lippen so erstarrt. Also ich ziehe von dem Schaden nochmal Toughness und Rüstung ab? Genau. Also die 10er-Stelle von Toughness plus deine Rüstung. Wir können auch kurz schauen, was hatte ich gewürfelt? Eine 15, das ist ein Treffer an. Ich habe mir doch die Seite markiert, weil ich schlau bin. 51 am Körper. Das heißt ja, er schneidet einmal mit dieser Axt, als würde er Rippchen zubereiten wollen über deinen linken, die linke Seite deines Brustkorbs. Und dann ist Karl dran. Da Ru ja versucht hat, nicht in der Schussbahn zu stehen. 18 von 35. Wow.
Das heißt, du kannst deinen Schaden machen mit plus 2 drauf. Das sind dann 11, wenn ich das richtig gesehen habe. Und wir hatten Basisschaden von 9. Ja. Gut, ja, das ist ein sauberer Treffer. Tatsächlich. Was Warner aber machen muss, ist jetzt ein Wurf auf ihre Konstitution. Wo ist meine Konstitution? Oder Toughness. Toughness, ja. Toughness. Also es gibt noch Endurance. Darauf ist der Wurf eigentlich, aber wenn du da nichts hast, dann ist es auf Toughness. Doch, Endurance habe ich tatsächlich. Gut, dann mach einen Wurf auf Endurance. Das ist glaube ich, nur ein Würfel immer. Entschuldigt, das ist Englisch, aber ich habe das Regelwerk natürlich nur auf Englisch. Natürlich. Es ist ein schönes Regelwerk, ich mag es. Endurance. Das sind 11 und 50. Ja, überhaupt kein Problem. Du blutest zwar und bist jetzt mit Zombie-Stückchen eingedeckt, nachdem ein Armbrustbolzen einschlägt und ihm das Sternum nach innen pinnt gegen sein Rückgrat, aber alles soweit noch gut. Du weißt nicht, was man sich alles von Zombies holen kann, aber du kannst dir vorstellen, dass etwas, was so lange schon tot ist, vermutlich auch sehr viel Zeit hatte, verschiedenst ekelhafte Dinge und Miasma zu sammeln. Bruana ist dann auch dran und kann sich revanchieren. Ja, ich hole mit meinem Schwert aus. Desinfiziere dich erstmal. Keine Zeit, ich muss erstmal das Ding desinfizieren hier. Weginfizieren. Das ist eine 5 von... Wo ist mein Schwert? Da. 58. Eine 5 von 58. Er hat eine 22. Damit hat er eine Erfolgsstufe. Du hast 5. 5. Ja, das heißt, du hast noch 4 Erfolgsstufen übrig, um ihm Schaden zu machen und kriegst einen Vorteil. Ja, das sind 8 Schaden, die ich mache. 8 Schaden? Ja, du hackst den mehr. Was kommt? Kommen die 4 da drauf, oder? Ja. Dann sind es 12 Schaden. Dann hackst du ihn einmal sauber von oben schräg bis Mitte seines Brustkorbs durch und weil da schon mal ein Armbrustbolzen durchgegangen ist, klappt er einfach oben wie so eine Frucht, die man so eine Erbsenschote, die man aufmacht, auseinander und kippt dann mit der einen Hälfte zuerst und dann der anderen hinterher, leicht verschoben zu Boden. Wo er liegen bleibt, aber im Hintergrund nähern sich schon die langsamen Schritte eines weiteren untoten Freundes. Offensichtlich sind hier mehrere stationiert gewesen in dem Raum. Und schlurft in eure Richtung. Sehen wir den schon, ja? Ja, den können die Essen von euch durch die Tür gerade ausmachen, als er in Richtung Ruona schlurft. Und dementsprechend können Leo und Güdel auch noch was machen, diese Runde, wenn sie das denn wollen. Unbedingt. Leo. Ich möchte gerne mal gucken, was die Wand neben mir so aushält. Mit einer 96. Alter, ich würfel heute. Ja, du schneidest ein paar Ecken und Haare und eine Augenbraue von den Leuten aus diesem seltsamen Stammbaum ab, als du mit dem Schwert fuchtelnd vorwärts läufst. Und dann feststellst, dass das, was du für den Feind gehalten hast, ein Bücherregal ist. Das wechselt ähnlich aus. Ja, es ist groß und breit und es liegt tatsächlich ein dekorativer Schädel oben auf. Ja, das siehst du. Kann man verwechseln in den schlechten Lichtverhältnissen. Bleibt noch Gil. Ja, ich würde dann tatsächlich nachziehen. Oh, da bin ich. Warte, ja, okay. Ich habe den falschen nach vorne gesetzt, ja. Nachziehen, so in die Tür, dass auch Karl durchkommt. Schau erst zu Rü. Hat er dich erwischt? Alles in Ordnung? Ja, schieß, los. Da ist ja noch einer. Und schieße auf den. Da ist ja noch einer. Mit 23 von 70. Habe ich 70 gesagt? Ja, 70. 73, das sind 70. Dann das plus sind 5. Auf 5 plus, genau, plus 7. Grund 12 Schaden. 12 Schaden, ja. Der hat also tatsächlich den Effekt, dass du ihm den einen Arm mehr oder weniger damit zerpulverst. Sehr schön. Der Oberarmknochen zerbricht. Seine Waffe fällt ihm zu Boden, woraufhin er macht, sich bückt und sie mit dem anderen Arm wieder aufhebt. Beziehungsweise er greift sich seinen abgetrennten Arm mit dem linken Arm und schwingt ins Arm samt Messer mit der anderen Hand. Und ist damit auch tatsächlich drin. Er schlurft wohlgemut vorwärts und nachdem Güll derjenige ist, der ihm am meisten Ärger gemacht hat, hält er entschlossen auf ihn zu.
und schlägt daneben, es sei denn Güllhaut noch viel schlimmern. Gut möglich ist. Nein, das ist eine 4. Ich stolper zurück an die Wand. Punktvorteil für Gil durch erfolgreiches Verteidigen. Plus den du gerade schon hattest, dass du erfolgreich geschossen hast. Karl kriegt auch einen. Der Zombie kriegt nichts. Ihr hört nur die schlurfenden Schritte, dass da noch ein weiterer ist, der sich auch bald zu euch gesellen wird. Und der am Boden liegt, hat noch kurz eine zarte Chance. Der zuckt noch ein letztes Mal, aber dann löst sich ein Teil dieser Zombie-Erbsenschale schlicht und einfach vom Rest und rutscht klackernd davon. Ein paar Überreste, eingetrocknete Innereien, war das vielleicht mal eine Leber? Ist schwer zu sagen, rollen dann dementsprechend auch wie eingemachte Erbsen davon über den Boden. Und wir sind dann wieder mit Karl dran. Die Armbrust, die bräuchte aber ein Nachladen. Bräuchte ein Nachladen, das tue ich auch. Gut. Und versuche nicht im Weg rumzustehen. Gut, Armbrust senken, Fuß in den Bügel, beide Hände dran, alle 9 Finger und zieh, bis es knackt und die Sehne wieder einrastet. Inzwischen hast du ganz gut Übung darin. Ruona, du hast Übung darin, Leuten Köpfe abzuschlagen. Ja, das ist jetzt auch mein Plan, meinem Schwert wieder schön auszuholen. Du hast einen Vorteil. Yeah. Das sind, mit dem einen Vorteil wären das 4 Erfolge. 4 Erfolgsstufen. Du kriegst noch eine oben drauf, weil der Zombie mich mies verteidigt hat. Das heißt, plus 5 auf deinen Schaden. Dann ist das nochmal 8 plus 5. 8 plus 5. Ja, auch der Zombie diesmal aber anders gefällt. Du trennst ihm einfach den anderen Arm ab und dann mit der Rückhand den Kopf. Auch der geht zu Boden. Nice. Aber um die Ecke, wie gesagt, ist eine weitere eingetrocknete Mumienmaske erschienen, die in einem schlurfenden, leicht buckligen Körper vorangeht und die in dem Fall so eingefroren ist, dass die Mundwinkel beide nach unten hängen und die Unterlippe fast schnabelartig sich nach oben schiebt in Richtung der Überreste, wo mal eine Nase war. Es sieht aus, als wäre der arme Mann oder die arme Frau, das ist in dem Zustand nicht mehr zu sagen, mitten im Grimassieren eingefroren, so wie es Kinder im ganzen Imperium immer angedroht bekommen, wenn sich jemandem eine fiese Fratze schneiden. Was möchte denn Leo tun? Er könnte erneut versuchen, vorzustürmen und anzugreifen. Ja, entgegenkommen. Und ich möchte der 96 eine 98 nachschieben. Nein. Der Zombie verteidigt sich erfolgreich. Vielleicht ist heute nicht mein Tag zum Kämpfen. Möglicherweise ist es ein pechverfolgter Tag. Aber Gül wäre noch dran. Nachdem zurückgestolpert ist von dem einen Angriff und dann sehe ich nur Rüs Schwert, einmal das Ding zu zerteilen. Sorgt dafür, dass der nicht mehr aufsteht. Und dann würde ich gucken, dass ich Leos Zombie... Ach, ich muss mal ein bisschen Pfeilhaus halten. Und nein, Chat, ich sammle die nicht ein, das ist langweilig. Ja, ich werde Leo tatsächlich versuchen, im Nahkampf beizustehen. Mal ein bisschen Abwechslung. Elfenprinz Action, ich ziehe mein Rapier. Oh, ich habe einen Schicksalspunkt bekommen, hooray. Ja, explizit du. Karl auch schon einen wegen der Mütze. Und ich finde, es gibt nicht genug Schicksalspunkte für diese Mütze. Und ich würde versuchen, den Zombie mit dem spitzen Ende durch sein Gesicht zu fahren. Das kann auf jeden Fall nichts schlimmer machen. Es ist eine 32 und ich habe hier sogar noch einen Vorteil. Und ich habe, Moment, wo ist denn mein Melee-Fencing? 65, also 32 von 65. Das sind 4 Erfolgsstufen. 4 Erfolge, der Zombie hat genau 0. Und das heißt, du kannst 4 auf deinen Schaden drauf. Dann sind es 11 Schaden, die der Zombie durch den seltsam zusammengeknöckelten Kiefer seiner Grimasse bekommt. Ja, zack. Und dieser Kiefer sackt dann auch herab. So, das ist jetzt ein vorwurfsvolles Gesicht. Gern geschehen. So ein offenes macht. Und der Kiefer auch so klackert, die in verschiedene Richtungen hin und her wankt. Aber damit hast du auch Teile von dem Schädel einfach rausgerissen. Pulver
zerpulvertes Gehirn. Da sind auch so Überreste drin, wie Spinnenwebfasern, die damit vermengt sind. So wie wenn man ein Haus sehr gründlich zusammengefegt hat und dann aber den ganzen Dreck nochmal auf die Kehrschaufel bringen muss. Das sickert aus den Löchern, die du in den Schädel gestanzt hast, langsam heraus und fließt zu Boden. Damit ist der Zombie wieder dran. Oh, erst regeneriert er sich. Oh, ja. Für 9 Punkte. Oh. Das ist ja wunderbar. Der setzt sich wieder zusammen und ist wie neu. Auch die rausgeflossene Schlonze aus seinem Kopf rieselt aufwärts mit einem knisternden Geräusch, als er sich wieder zusammensetzt. Und dann... Das ist neu, sag ich zu Leo. Schlägt er nach Güll mit einer 7. Ja, wunderbar. Das sind 3 Erfolgsstufen. Ah, das macht nichts. Ich mach jetzt eine 13. Das sind nicht so viel, glaube ich. Hochscrollen, Moment, ganz kurz. Dodge, ne? Ha! Von 70 hat die Dings überall reingehauen. Ja, sind auch ein paar Erfolgsstufen. Sind. Du weichst erfolgreich aus und kriegst einen weiteren Vorteilspunkt. Ne? Vergiss auch die Vorteile bei sowas. Ja, nicht. Ja. Wunderbar. Nein. Deine Arbeit ist zwar zunichte gemacht, aber du weichst den ungeschickt geschwungenen Hammer in der Hand des Toten aus. Kann sich Karl das noch länger mit ansehen? Ja, also könnte schon. Ich meine, wir haben da 2 vorne, die das wirklich können, aber ich mache mal einen Sidestep, dass keiner von denen mir irgendwie in der Schussbahn steht und versuche, dann zu schießen. Ja. Das sind 25 von 35. Immerhin plus 1 auf deinen Schaden. 10. 10 Schaden. Gut. Erneut ein Armbrustbolzen, der zwischen euch vorbei zischt und den Kiefer wieder abreißt. Diesmal nach hinten. Erneut beginnt Hirnmasse ehemalige herauszusickern. Der Zombie wirkt ähnlich genervt von der Situation, wie ihr möglicherweise seid. Macht einen unwirres und deutet vorwurfsvoll mit der Hand, in der er keine Waffe hält, in Richtung Karl, als wolle er ihm einen strengen Vortrag halten, nur dass die Worte nicht mehr gebildet werden können. Weil es auch immer die Stimmbänder einmal waren. Inzwischen sind sie Beef Jerky. Rona. Der eine, den ich eben zerteilt habe, bewegt er sich noch? Ich würde wahrscheinlich nochmal mit meinem Schwert einmal in den Kopf und noch ein bisschen rumstochern. Er steht gerade wieder auf und in dein Schwert hinein, als du nachstocherst und ihn wieder zu Boden drückst. Und das Ganze so, als würdest du in einem Mörser arbeiten, hin und her drehst, bis die Knochenstücke und Fleischreste einfach aufgeben und zerbröseln. Der hat auch einen Schlüssel um. All die haben jeweils einen Schlüssel um den Hals. Wir sind bei Leo angekommen, der seinen persönlichen Reroll geschenkt bekommen hat. Ja, ich probier's mal normal erstmal. Ja, dann nehme ich den Reroll. 87, hätte besser. Also, ja, und 07. Also, ich hätte, der Reroll hat sich gelohnt. Wunderbar. Danke, Chad. Danke, Chad, genau. Das ist 3 Zehnerstufen drunter. Gut, das wird durch die Verteidigung des Zombies auf 1 gekürzt, aber du hast immer noch plus 1 auf deinen Schaden und erfolgreich angegriffen 8. und kriegst eine Vorteilsstufe. 8 Schaden. 8 Schaden und ein Vorteil. Ja, deine schlanke Klinge, die zuckt vor und du schneidest ihm mehrere der Sehnen an der linken Schulter durch, woraufhin sein einer Arm herabsackt und jetzt sehr nutzlos und schwer an ihm dranhängt, während er sich mühsam vorwärts schleppt. Noch steht er auf seinen Füßen und du weißt ja, dass er in regelmäßigen Abständen fast, als würde ein Puls von plötzlicher nekrotischer Energie durch ihn gehen, sich wieder zusammensetzt. Aber mal schauen, wie gut das noch vorhält. Güll kann auf jeden Fall noch agieren, bevor dieser Puls wieder einsetzt. Ich versuche die Stelle, die Leo bereits sehr geschwächt ist, noch einmal zu perforieren und mit dem Degen, wo fliegen denn die Würfel immerhin, sind das 48 mit dem einen Vorteil und von 65, das sind dann 3 Stufen. Der hat auch 3. Das heißt, du gewinnst zwar, aber kein Bonus auf den Schaden. Sind 7 Schaden? Ja. Diesmal schickst du ihn jetzt aber zu Boden. Du schiebst einmal die Degenspitze durch eine Augenhöhle
und hinten wieder aus dem Kopf raus und reißt es dann hin und her, bis sich der Schädel löst und mit einem Klack, 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 Klack irgendwo nach hinten in die Dunkelheit fliegt. Und dann steht er wieder auf. Nein. Der Kopf kommt mit einem Klackern aus der Dunkelheit wieder angeflogen. Nee. Halte den Kopf auf, bevor er... Es tut mir leid. Die sind aber auch scheiße mit ihrer Regeneration. Ja, er macht aber diese Runde noch nichts. Er steht nur auf und tastet mit den Fußspitzen umher, während sein Schädel auf ihn zugerollt kommt. Das heißt, Karl, der dem Ganzen wahrscheinlich leicht ungläubig folgt... Muss nachladen. Fluchend. Wunderschön. Aber Ruona, die schon einen Zombie erfolgreich ins ewige Jenseits geschickt hat. Der bewegt sich auch nicht mehr, ja? Den habe ich gut erledigt. Den hast du wirklich, den hast du endgültig erledigt. Okay, dann gehe ich jetzt wohl auf... Was macht ihr denn hier hinten wieder? Und ich habe gar nichts gemacht, ich säuber gerade. Das geht's doch nicht. Dann stochern wir mal auf den Zombie hier. Das ist es nicht. Das sind meine Würfel. Das schaffe ich tatsächlich nicht. Ich habe 2 Minuspunkte. Ach nee, ich habe ja auch noch Vorteile. Ja. Habe ich 1 oder 2 Vorteile? Einen habe ich mir noch. Eines, ja. Also es ist gut, wenn ihr sie auch trackt, aber ich versuche den Überblick zu behalten. Ja, nee, alles gut. Dann, Dann hast du einen. Schaffe ich es doch. Dann habe ich eine Stufe. Also. Insgesamt 3 wegen seiner negativen. Ah. Gib ihm. Ja, dann kriegt der nochmal 11 Schaden. Wie zufrieden sie das sagt. Ja, mit so einem leichten Lächeln, ne? Du haust die suchende Hand ab, die versucht, den Schädel gerade zu greifen und hochzuheben. Ja. Er ist aber immer noch mit ein bisschen Unleben erfüllt, sodass auch Leo und Gül noch eine Chance haben, drauf zu hauen. Ihr steht drumherum. Inzwischen hat es fast so was wie von Bauern, die ihre Dreschpflege schwingen, wie er immer wieder auf diesen trockenen Leib einschlagt. Nicht tot zu kriegen. Leo! Nein, ich schlag daneben. Du. Leo! Du schlägst daneben. Du verlierst all deine Vorteile und der Zombie bekommt einen. Ja. Und dann Gül. Das hat ja schon einmal geklappt. Ich an ihm vorbei zu nennen und mit Ruona sozusagen, dass ich Ruona im Auge habe. Und okay, wir versuchen es gleichzeitig. Das 1, 2. Wir zählen natürlich auf Elfisch. Das klingt viel schöner. Dwiash Luhad. Um eine Stufe nur von... Doch, ich habe ja noch einen Vorteil. Also um eine Zehnerstelle. Und er verhaut um eine Zehnerstelle, also insgesamt plus 2. Aber er hat auch einen Vorteil gehabt eben gerade bekommen. Dann hat das auf 0. 0, also 7 Schaden wieder, ja. Ja. So. Gut, das passt aber wirklich haargenau. Du trittst den Schädel beiseite, stichst zu, Ruona sticht von der anderen Seite und dann rührt ihr so lange in den Brustkörper herum, während überall Teile und Reste herabrieseln, bis das Ding sich nicht mehr bewegt. Und dann wird noch ein bisschen drauf eingetreten, als es am Boden liegt, wenn ich das, was Banner gemacht habe, richtig interpretiere. Ja. Weil es gut ist. Und endlich kehrt wieder Ruhe ein. Bis auf das Drip, 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 Drip von dem Blut, das aus Ruonas Wunde herausglitscht. Hat ich das Ding erwischt? Mhm. Schlimm? Hatte schon Schlimmeres. Schnaps haben wir nur auf dem Schiff, ne? Wir haben so eine Narbensalbe und noch einen Trank habe ich hier. Warte, hatte ich nicht auch? Ich habe auch einen Heiltrank. Ich würde einen Heiltrank nehmen, tatsächlich. Okay. Wer weiß, was hier noch kommt. Gut. Guter Punkt. Wir wollten nämlich hier die Zwerge unterstützen, auch unseren Schnaps dabei. Ja. Stimmt, den Schnaps haben wir auch. Ich trinke erst den Heiltrank und dann als Chaser trinke ich den Schnaps. Heiltrank à la Ruona kennen wir. So, und ich bin ja kein verschwenderischer Elf. Das heißt, ich bin ressourcenbewusst und gucke, welche meiner 3 abgeschossenen Bolzen noch verwendbar sind. Bolzen sind auch wertvoller, finde ich. Die sind schon... Und wovon, ob sie aus Metall sind oder aus Holz, ne? Na gut, wenn du die so sind alle 3 noch nutzbar, beschließe ich. Ja. Die Ziele waren weich genug. Ja, was auch immer das war. Es war eher die Frage, worauf sie nach dem Durchdringen des Zombies gestoßen sind.
Habe ich das richtig gesehen, dass der eine irgendwie sowas wie Wollmäuse im Kopf hatte? Das war, da liegt noch irgendwo. Guck's dir genau an, wenn du möchtest. Ich will da nichts mehr. Bah. Sammeln wir alle Schlüssel? Ja. Glaubt ihr, die sind alle verschieden? Die haben alle die gleiche Form. Hm. Und ihr erinnert euch, dass ihr, als ihr herabgestiegen seid, in dieser Röhre mehr oder weniger, diesen Zylinder, gesehen habt, dass da 6 verschiedene sternförmige Vertiefungen im Boden waren. Mhm. Und diese hier entsprechen diesen Vertiefungen. Ihr habt jetzt 4 Stück. Ah, 4. Ach, 4 Stück von dieser Form. Und der letzte, der vom ersten Untoten, der hatte eine andere Form. Wie viele haben wir? 4 oder 5? 4. Wir haben letztes Mal einen aufgesammelt, vorhin. Ja, der ist ja was anderes, der letztes Mal. Dies hat eine andere Form gehabt, also 4 von denen hier jetzt. Okay. Heißt das, dass wir noch mindestens 2 von denen haben? Wenn wir Glück haben, nein, wir haben kein Glück. Aber aktuell rührt sich nichts mehr zwischen den Regalen, die voll mit alten Büchern stehen. Haben es mit einem Sammler zu tun? Das wäre gut, wenn wir es dann auf weiteren Stücken unserer Reise mit einem Sammler zu tun bekämen. Dem können wir dann nämlich diese Bücher hier verhökern. Die Ruona, die bekommt direkt, wenn sie ihren Trank trinkt, so viele Wunden zurück, wie sie 10er-Stelle an Toughness hat. Stimmt. Ja. 5, glaube ich, oder? Das lohnt sich. Das heißt, vor allen Dingen ist erstmal der Schmerz betäubt und die Blutung auch lässt ziemlich schnell nach. Die Dinger sind praktisch. Wir sollten mehr davon versuchen zu besorgen. Ja, du siehst noch das Siegel drauf von Elvira Kleines Tun. Mhm. Elvira Kleines Tun, aber große Wirkung. Ihr erinnert euch. Mhm. Die gute Narbensalbe. Ja, exakt. Die euch gut versorgt hat. Und ich sehe, dass das Glathanel tatsächlich schon neugierig vorgestromert ist. Ja, er läuft so hin und her und guckt immer, ob er das mitkommt. Aber mir sagen, ich soll nicht vorlaufen. Weißt hier liegen Bücher und Zeugs. Ich habe ja nur, es kriecht nichts mehr rum und ist keine zu eine Tür. Du hast diese ganzen Schlüssel und bei dir öffnen sich alle Türen. Das heißt, alles kann auf dich rausstürmen. Deshalb vorsichtig. Wer blutet von uns beiden? Ich mache mir doch nur Sorgen, sagt er auf Elfig. Ach, kleiner Bruder. Gut. Ist irgendwas Interessantes? Ich komme mit den Büchern. Das sind Bücher, die sich mit verschiedensten Dingen beschäftigen. Größtenteils mit Astronomie, Astrologie, aber auch Geschichte, religiöse Bücher und, wie du dann feststellst, auch ein paar fragwürdige Romane, leichtere Literatur, irgendwelche Rittergeschichten, die ihre Minne nicht ganz so hoch gehalten haben, wie man das in Bretonnia vielleicht gerne sehen würde. Mit semi-geschmackvollen Holzschnitten. Ich blätter durch so einen Roman durch. Ja. Nackte Menschen. Warum? Das Wort Schenkel kommt sehr oft vor. Ich stecke das Buch rein. Hier ist auch eine zweite Tür, die wieder zurück in den Raum führt, in den Flur, wo ihr ursprünglich kommt, wenn ihr euch richtig orientiert habt. Aber ansonsten, sicherlich einige von den Büchern hier, die noch im besseren Zustand sind, könnten vermutlich am richtigen Ort einen interessierten Käufer finden. Aber aktuell liefern sie euch nicht mehr wirklich viel. Da hinten raus endet dieser langgezogene Raum? Wenn du da einen Langstrom hast und nachschaust, stellst du fest, ja, an einer weiteren Tür, die wieder dieses Sternsymbol anstelle eines normalen Schlosses hat. Tür. Das heißt, bereit machen für schlurfende Freunde? Ja. Gut. Wollt ihr noch irgendwas hier oder wollen wir weiter? Ich bin weiter. Dann nicht so der Lesetyp.
meine Armbrust. Gut, Rona geht hin. Erneut öffnet sich die Tür für sie. Sehe ich was? Hört man was? Du siehst mit dem Rücken zu dir einen einzelnen Zombie neben einem Lesepult stehen. Regungslos. Der ist eher der Lesetyp. Jeez. Ich würde zur Seite gehen. Karl, nach dir oder mit dir? 31 von 35. Das ist ordentlich. Ich mit 22 von 70 nach. Gut. Schön habt ihr das gemacht. Ihr sagt mir, wie viel Schaden ihr erzeugt. Moment, 12. 12 Schaden. 12 Schaden. Und der 9 Grundschaden von der Armbrust. Ja, die beiden Geschosse schlagen in den Nacken und den Brustkorb ein und der Zombie fällt einfach nach einem kurzen Moment wie ein Brett nach vorne um mit dem Gesicht an zu Boden. Mach ihn kaputt, Ruana, mach ihn kaputt. Ich laufe rein und würde auf ihn raufstapfen. Ja, du rennst rein, trampelst auf ihm herum, bis auch er sich wieder in eine leicht schmierige Staubsubstanz mit kleinen Knochenstückchen drin auflöst. So wie wenn man auf Silberfische tritt, die dann zu so einem klebrigen Puder werden. Es klebt doch an deinen Stiefeln. Sie ist so grazil, oder? Das hat super geklappt, Jungs. Wundervoll. Ihr steht in einem alchemistischen Labor, würdet ihr sagen. Mm. Ja, hier bin ich raus. Ich stelle mich zur Seite und lasse die Jungs gucken. Das ist ganz gut, dass in diesem Labor Leo nicht sein Schwert geschwungen hat. Ja. Wer weiß. Mal schauen, die Kolben und die Fläschchen und die Flasken. Ist da überhaupt was drin, was über irgendwie in flüssiger Form noch existiert? Oder haben wir hier lauter angelaufene, eingetrocknete Dinge? Das meiste ist schlecht geworden über die Zeit. Da hat sich die Tusche oder was auch immer es war in der Kiste noch am besten gehalten. Es gibt ein paar alte, angefressen wirkende Bücher. Offensichtlich war hier etwas in der Luft, was recht aggressiv war. Die meisten Gefäße sind auch angelaufen. Und das Kupfer hat eine grüne, schillernde Oberfläche entwickelt. Die Pulver, die haben kuriose Farben angenommen, von denen ihr nicht sagen könnt, ob das die Originaltöne sind oder ob es tatsächlich eine angenommene Farbe über die Zeit ist. Und alles, was mal Flüssigkeit war, das ist größtenteils evaporiert und nur noch Pasten, Kristalle oder klebrige Überreste am Boden von Flaschen, Tiegeln und Gläsern. Nicht sowas wie ein Laborbuch, in dem Güldern blättern könnte. Na, es gibt da die Lesepult-Situation, nenne ich es mal, wo eben der Untote noch daneben stand, bevor er unter den Stiefel kam. Guck mal in das Buch. Es ist in menschlicher Sprache und Schrift verfasst. Und hat viele Stellen, die durchgestrichen sind und wieder verbessert wurden. Und es ist auch in dieser Spinnenschrift, in der spinnenartigen Handschrift, so als wäre ein langbeiniges, schlecht gelauntes Tier darüber gelaufen und hätte kritzel, 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 kritzel die Zeilen hinterlassen. Was du findest, sind auch ein paar anatomische Zeichnungen von menschlichen Körpern ohne Haut. Und ein Wort, das, wenn du durchblitterst, ein paar Mal unterstrichen ist, und zwar Warpstein. Hm. Sag euch das? Ist das ein allgemein bekanntes Wort? Sagt uns das was? Hm? Ich denke, zumindest munkeln hört man davon. Hm. Warp ist generell kein gutes Wort. Das bezeichnet finstere, mit dem Chaos verbundene Dinge. Und das heißt, dass mit das Schlimmste, was einem begegnen kann, nun gut, das Schlimmste, was einem begegnen kann, ist vermutlich ein Dämon, der einen aufisst, aber das hattet ihr schon. Ein unbelebter Substanz ist mit das Schlimmste, das man berühren kann, wohl Warpstein. Aber so viel mehr wisst ihr darüber nicht, außer dass es für böse Zauberer wichtig ist. Und auf Theaterstücken, so Moralstückchen, die aufgeführt werden über die Gefahren der Magie und dergleichen, wird es immer mit grünem Glas dargestellt. Oft mit einer Kerze oder irgendwas anderem drin, um ein unheimliches Leuchten zu erzeugen.
Das heißt, es ist bekannter und man darf auch drüber reden, im Gegensatz zu Skaven und Mutanten. Skaven? Was soll ein Skaven sein? Ja, eben. Im Zusammenhang mit Worfsteinen. Mhm. Also es ist zumindest etwas, was auch so Laien mal gehört haben, wie gesagt, aus Theaterstückchen und dergleichen. Und dann findet ihr in der Ecke noch, ich habe vergessen, das zu platzieren, sauber aufgestapelt kurze, stämmige Knochen, denen das Fleisch abgenagt worden ist. Ach, die Zwerge. D'accord, aber... Sehen die frisch aus einigermaßen? Ja, ich meine, die müssen ja von vor kurzem sein. Die arbeiten ja hier nicht so lange, wie das Ding hier existiert. Das können ja auch Experimente von vor was weiß ich wann. Also die Knochen wegen noch frischer. Okay. Die sind nicht so brüchig wie die rumlaufenden Knochen. Hm. Und es sind noch so kleine Fleischrestchen dran, die nur eingetrocknet, aber noch nicht mumifiziert sind. Die Frage ist, warum sollten die Restzombie sowas essen? Die sicher nicht, aber das Erste, was euch angegriffen hat, sah anders aus und das hat versucht, euch zu essen. Hm. Nee, waren zwei unterschiedliche Arten von Kreaturen. Ja. Und eine davon, die hat sich offensichtlich an dem Zwergenbuffet bedient, das oben gearbeitet und geschlafen hat. Eben Zwergenbuffet gesagt? Da ist doch oben im Turm ein Zwergenbuffet angerichtet. Ja. Ja. Das war ja immer ein klassisches Buffet. Nehmen wir Erkenntnisse hier mit, die uns für unseren Weg nutzen, oder sagen wir jetzt, wir haben hier alles übel erlegt? Aber haben wir das übel tatsächlich, ist das Ding nicht abgehauen oder haben wir, nee, wir haben es gekillt tatsächlich. Mit einem ziemlichen, ja. Sofort gekillt. Das letzte hatte auch einen Schlüssel, das letzte. Mhm. Ja, aber das, was uns angegriffen hatte oben, okay, die Frage ist, ob es noch sowas gibt. Hatten wir noch eine Tür, die wir nicht geöffnet haben? Mit 5 Mustern haben wir noch, ja. Oh, es gibt eine letzte Tür, die hier wieder zu dem Eingangsbereich führt, in eurem schreckhaften Zwergenfreund. Wenn da jemand mit einem Schlüssel näher rangeht, geht die auch wieder auf. Oh, hat jetzt die ganze Schlüsselsammlung. Ich habe alles. Okay. Das heißt aber, wir sind irgendwie um die Mitte drumherum gelaufen. Da kamen wir her, oder? Da kamen wir her, genau. Mhm. Das ist die Röhre, wo wir durch sind. Das ist die Röhre. Ja. Ah. Ja. Genau, da sind wir runtergekommen. Und genau, hier war der erste Angriff dann, ja. Oder oben, besser gesagt, ja. Aber wir haben irgendwo diese 5 Symbole auch gesehen. In einer Tür, oder? Im Boden. Ach, im Boden war das. Kern hier, in dem Metallboden, da ist ein Hexagramm eingelassen. Ja, und es sind 6 Löcher, die exakt zu diesen Schlüsseln passen. Von denen ihr jetzt 5 habt. Und einen 6. mit einer anderen Form. Ja. Aber die 6 Löcher sind alle mit der gleichen Form. Exakt, ja. Ja, genau. Ja, unser Erster hat uns hier die Türen geöffnet. Jetzt haben wir 5. Um auf den Grundboden, versteht ihr, dieses Turms zu kommen, bräuchten wir noch einen 6. Sind vielleicht Zwerge schon so ein Ding gefunden? Irgendwie? Ah. Guter Freund. Ah. Ich habe den anderen Bescheid gesagt, was ihr tut. Alle sind bereit. Was kann ich für hier ist euch? Nichts mehr am Leben. Das war zwar schon vorher so, aber ja. Jetzt ist es auch nicht mehr am Unleben. Gut, er schaut rein, sieht das zerstampfte Ding links, schaut rechts, sieht das andere zerstampfte Ding. Und wenn ihr weiter da reinschaut, werdet ihr auch eure Freunde. Sagt, habt ihr, zeig ihm mal so ein Ding. Sowas gefunden bei eurer Arbeit? Nein. Nein. Frage ist, liebe Gefährten, ich gehe zurück in diese Tür und schaue auf den Boden. Wollen wir es überhaupt öffnen? Was ist, wenn etwas noch viel Schlimmeres da unten ist? Das war meine Frage. Ja, aber das
bleibt dann ja schlimmer, wenn wir es nicht umhauen. Ja, aber vielleicht bleibt es auch da drin gefangen und kommt nicht raus, wenn wir das Tor nicht öffnen. Glaubst du also, der, wer auch immer hier gehaust und geforscht hat, hat die Schlüssel verteilt, um das, was auch immer da unten drin ist, drin zu halten? Entweder das oder sehr gut zu verstecken, aber es... Ich sag mal so, so wie ich diese Situation einschätzen würde, es sieht ein bisschen so aus, als würden die Schlüssel absichtlich nicht alle bei einer Person sein. Mhm, das heißt, es ist ein Gruppenmechanismus, dass alle anwesend sein müssen, um das Tor zu öffnen, was eine Art Sicherheitsmechanismus ist. Mhm, da gehe ich mit, das stimmt. Ob es jetzt nun dazu da ist, um andere rauszuessen, nee, es ist eher, ich würde eher sagen, es ist eher dazu da, etwas drin zu lassen, das nicht von alleine raus soll. Mhm. Oder irgendwas ist da drin, was nur in einer Gruppe aktiviert werden darf. Moment, da könnte noch was Schlimmeres kommen? Nein, das sind alles Theorien, naheliegende und ziemlich einleuchtende Theorien, aber Theorien dennoch. Oder es ist ein Schatz. Darunter. Es ist die Schatzkammer, genau. Es ist, aha. Aha. Was für ein Schatz? Nun, Kein guter. Ich befürchte kein guter. Ich würde es wahrscheinlich nicht Schatz nennen. Also, das ist ein sehr schneller Wechsel. Das ist ein wechselbarter Gefühle hier, muss ich zugeben. Ihr müsst verstehen, meine Schwester ist eher negativ. Ich glaube, das, was sie meinen, wertvoll ist, ist auch ein Schatz. Versteht ihr? Oder? Meister Zwerg. Ja, das verstehe ich. Was für den einen ein Schatz ist, ist für den anderen meistens immer noch ein Schatz, wenn wir ehrlich sind. Denn sobald es für eine Person ein Schatz ist, kann man es immer noch an diese Person verkaufen. Versteht ihr? Denn, die ist tot und zombifiziert. Er macht ein paar Schritte zurück von euch weg. Was nicht gesagt ist, weil es eine Theorie ist. Könnte doch eine Bombe sein. Ey, Ruh, das ist nicht hilfreich. Du willst wollt nicht wissen, etwas rein? Naja, so eine gewisse Neugier kann man sich doch nicht... Uns fehlt sowieso noch ein Schlüssel. Wir kommen hier nicht rein. Wir haben nur 5 Schlüssel, da sind 6 Löcher. Aber es steht zu vermuten, dass da vielleicht ein 6. Zombie hier noch irgendwo rumläuft. Ich meine, ich kenne mich mit sowas ja überhaupt nicht aus, aber könnte es hier irgendwelche Geheimeinbauten, Geheimtüren oder sowas noch geben? Und dafür müsste man die Wanddicke feststellen und sowas. Da kennt ihr euch doch mit aus. Ja, natürlich. Also, wenn ihr euch ganz sicher seid, ja, dass die Dinger nicht mehr aufstehen. Also die nicht mehr. Und ihr könnt auch kann man die verbrennen oder so? Bart, Bescheid sagen, dass ihr vielleicht die Knochen eurer Gefährten bergt. Knochen? Was habt ihr erwartet? Mehr von euren Zwergenfreunden haben wir nicht. Böse Geldförderung, ja. Oh nein. Ja, ich werde einen Schulz Bescheid sagen. Sehr schön. Damit trabt er niedergeschlagen raus. Hier steht immer noch im Eingangsbereich, der reichlich mit astrologischen Symbolen verziert ist. Ihr wisst schon, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass was immer versiegelt wurde da mit den Schlüsseln. Irgendwas mit diesem Wurpstein-Ding zu tun hat, ja? Und vielleicht mit irgendwelchem Beschwörungskrams bei den richtigen Phasen von Mauslieb. Ja. Und ihr wollt da trotzdem rein. Verstehe ich das richtig? Ja, Ru, weil Gefahren nicht weggehen, indem man sie ignoriert. Das sollte ich mir aufschreiben. Ja. Ich merk's mir. Weil als nächstes stolpern irgendwelche Leute, die weniger gut im Schwert sind als du, über diesen Turm, lassen frei, was da drin sind. Naja. Die nehmen die Schlüssel mit und gehen weg und die Schlüssel sind ganz weit weg von diesem Turm das und keiner kann rein. Allerdings ein Argument. Ja. Argument 2, meine unstillbare Neugier. Dagegen kann ich leider auch nichts sagen. Argument 3, Tod und Verderben durch deine Neugier. Gut, ich gehe nach hinten. Damit entkräftet er das Argument, das ich ihm gerade wieder stützen wollte. Ich bin nämlich auf der Seite der ich nenne es Forscherdrang. Forschergeist, ja. Ja. Und außerdem haben wir sogar schon in Bögenhafen einen Dämonen besiegt.
ich würde es nicht wiederholen wollen. Ich bin ganz ehrlich mit euch, Karl. Wir haben ein Ritual verhindert. Wir haben nicht gegen einen Dämonen gekämpft. Doch, dein Kenner. In dem Lagerhaus, da war irgendwas, was da deutlich nicht hingehört und kein Kultist war. Es hat mich verbrannt. Feuer? Es bestand aus Tentakeln und Augen und Feuer. Mhm. Aber das kann man mal auch wegdrängen. Also, das sollten wir tatsächlich, wenn wir das da unten sehen, dann sollten wir die Luke ganz schnell wieder zumachen. Ja. Das ist eben die Option. Ja, aber noch können wir sie ja gar nicht aufmachen. Ja, aber was ist, wenn wir sie öffnen und der Mechanismus, um es zu versiegeln, ist ein ganz anderer, den wir gar nicht kennen? Dann macht diese Schlüsselsache doch keinen Sinn. Gut, wir sind schon wieder an einem Punkt in unserer Reise, wo wir abstimmen. Und ich weiß sowieso, ich werde diese Abstimmung verlieren. Also ich würde noch was weiteres gerne vorher ins... Schlechter Bruder. Warte, vielleicht kannst du mich ja überzeugen. Ich würde nämlich noch was anderes gerne in die Waagschale werfen. Wir haben einen fünften Stein, der, wenn ich es richtig sehe, der nicht so aussieht wie die anderen. Also faktisch einen sechsten Stein. Ja. Was der aufmacht, ist doch eigentlich eine interessante Frage. Der hat die versteckte Tür in der Wand geöffnet. Die Haupttür, weswegen wir hier rein. Du meinst, er macht sonst nichts mehr auf? Moment, ich muss mal ganz real nach meinem Kater gucken. Dringend. Ja, also das stimmt tatsächlich, wenn ihr den Zusammenhang herstellt, der hat die Wand einfach verschwinden lassen, hat die Wand aufgelöst. Ihr hattet ja vorher mit den Zwergen schon drüber geredet, dass zwar eindeutig etwas, was mal ein Weg war, bis zu der Wand führt, aber sie dort nichts haben ausmachen können. Was hiermit erklärt wäre, diese Barriere war magisch und konnte nicht durch zwergisches Handwerk einfach enttarnt werden, sondern brauchte offensichtlich den Schlüssel der Monstrosität der Untoten, die Zwerge gegessen hat. Möglicherweise ist sie auch auf diesem Weg ungesehen gekommen und gegangen und nicht nur über die Falltür, durch die ihr gefolgt seid. Ja. Aber die verschwundenen Zwerge sind oben im Turm verschwunden oder auch im Lager? Die hatte sich oben im Turm weggesnackt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr hört das Trupp, 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 Trupp von schweren Stiefeln. Und dann blickt das pausbäckige, leicht rote Gesicht von Einjuls Isenbart, der Vorarbeiterin der Baustelle, um die Ecke. Beim Barte meines Großvaters. Schätze. Also, hier war eine Tür. Wir hatten immer schon den Verdacht, ihr habt sie gefunden. Und Torweg sagte, ihr habt noch ganz viele andere Sachen gefunden. Oh ja. Auch die Toten. Auch die Knochen. Und frische Knochen, sodass wir befürchten, dass das eure Kameraden sind. Ein Ding, auch schon erstochen, erlegt, zagt, hat anscheinend von euch gespeist in Regelmäßigkeit. Oh, ich sehe, ihr seid verletzt. Sie deutet auf Rona. Na, passt schon. Gut. Ihr habt euch euer Geld mehr als redlich verdient. Es ist schön, dass ihr das sagt. Und ich werde selbstverständlich diesen Worten auch Münzen folgen lassen. Ansonsten solltet ihr Vorsicht walten lassen, was die Räumlichkeiten angeht. Vor allem in Gesprächen oder in Berichten eurer Auftraggeber. Denn ich sag's offen heraus, der oder diejenige, die diesen Turm einst bewohnt haben, hat der dunklen Magie gefrönt. In vielerlei Hinsicht. Oh. Nun, wir wissen nur, dass er alt ist und dass er noch stabil war. Deswegen haben wir ihn ja verwendet. Müssen wir wohl mal Einsicht in die Unterlagen bekommen, um rauszufinden, wer das war. Ja, wenn ihr das könnt, auf jeden Fall. Gegen eine Wiederverwendung spricht nichts, aber ich würde tatsächlich den ganzen Krempel hier räumen und vernichten. Das werden wir tun. Darauf könnt ihr euch verlassen. Kann man euch noch was zu trinken geben? Ja. Klingt gut. Ja. Sehr gut. Wir wechseln mal zu einer anderen Karte, in die ich auch sehr viel Zeit gesteckt habe. Und dann festgestellt habe, dass sie vom Maßstab her nicht passt, um alle Räume drin unterzubringen. Deswegen habe ich das Erdgeschoss nochmal einzeln gebaut. Ja. Aber, warte, ich
plonk euch mal wieder dahin, als ihr rauskommt. Plonk uns. Plonk, plonk, plonk. Und noch die Ruder zu. Dann holen wir euch aufs Brett. Gut. Hey. Sehr schick. Ja, die Nacht ist eigentlich jetzt vergleichsweise ruhig und lau, und euch schauen verwirrte, aber freundliche Zwerge an, und ziemlich schnell werden euch vor allen Dingen dann auch Humpen gereicht, die wieder mit dem nussig-cremigen Zwergenbier gefüllt sind, dessen Schaum schon wie Rasierschaum oben auf liegt. Und auch durchaus kleine Lederfläschchen mit stärkerem Getränk. Kleine, feste, ebenfalls nussig schmeckende Brote, die dick mit einem cremigen Käse und Honig belegt sind, und alle anderen Dinge, die man sich nur vorstellen kann, die Zwerge so auf die Schnelle hervorholen können, um euch eine Stärkung anzubieten. Unter anderem ein geräucherter Schinken, wo ihr nicht identifizieren könnt, was für ein Tier es ursprünglich war, aber der so wunderbar reich, reif und nach Eichelmast schmeckt. Das ist vermutlich auch auf dem Tisch einer Baronin sich sehr gut machen würde. War es wahrscheinlich Löwe? Ja, vermutlich war es Löwe. Wenn es nach Eichelmast schmeckt, war es wohl Löwe. Oh Gott, es hat wirklich nur einen Moment gedauert. Okay, ja, der in Altdorf gesichtete Löwe, der ein Wildschwein war, das nach Eichelmast schmeckt. Außerdem ist hier Schinken gemacht worden. Ihr seht auch die flinke Finger immer noch hell beleuchtet mit den Lampen, die eure Helferin aufgehangen hat. Auf dem Fluss schaukeln. Und die restlichen Zwerge, die sich um euch drängen. Einjuls, die holt auch die Luft. Unsere Gäste haben ganze Arbeit geleistet und ausfindig gemacht, dass eine finstere Kreatur, die der ursprüngliche Besitzer des Turms, denke ich, wohl einst beschworen hat, oder die zumindest damit zusammenhängt, dass finstere Magie hier gewirkt wurde von Menschlingen. Nun, sie haben diese Wesenheit erschlagen, und sie war es auch, die unsere Freunde und Verbündeten getötet hat. Wir werden ihre Gebeine in ihre Heimat zurückbringen und diesen Turm reinigen, und dann werden wir unsere Arbeit erfolgreich abschließen, denn wir sind Ingenieure. Ingenieure, die einen Auftrag zu beenden haben. An alle Ehre. Leo Lesterlaute, Karl Schauermann und Gylafanellen Ruona. Hört, hört. Zwerge. Auf euch, verehrte Ingenieure, ich hebe meinen Humpen. Ja. Es wird gegen Humpen geklopft, Humpen aneinander geschlagen und gegen Steine gehämmert, um zwergischen Applaus zu liefern. Wenn ihr wagt, ist vielleicht tatsächlich sogar euch ein bisschen zu entspannen, wenn ihr wollt. Ich will ein bisschen Musik machen. Leo Lesterlaute greift in die Seite. Mein Instrument vom Schiff holen und ja, spiele und singe ein wenig. Das kommt bei den Zwergen sehr gut an. Ja, ich versuch's mal mit Triedliedern. Das kommt bei Zwergen nicht immer gut an. Ja. Und die nehmen auch sehr schnell deine Refrains auf und singen sie mit erstaunlich gut geschulten Stimmen. Das sind, ja, sind ein paar wunderbare Baritöne. Meine Güte, schwierige Worte. Wunderbare Baritöne und einige, wie zu erwarten, klangvolle Bassstimmen, aber zu eurer Überraschung auch ein ganz klarer und heller Countertenor von einem einzelnen jungen zwergischen Hilfsarbeiter, der immer noch eine Lage drüber singt. Ein Publikum ganz nach meinem Geschmack. Ja. Nach all dem Grauen, dem Untod und den seltsamen Dingen, die ihr gefunden habt, nimmt diese Nacht doch ein überraschend angenehmes Ende. Und ihr müsst auch tatsächlich dann nicht früh am nächsten Morgen aufstehen, um direkt mit der Arbeit anzufangen. Das Einzige, was es bedeutet, ist, dass ihr spätestens bei Sonnenaufgang dann vom
fleißigen Hämmern von Holzknüpfeln wieder geweckt werdet, als der Bau an dem Semaphorenturm weitergeht. Nun, dann würde ich sagen, wir streichen unsere Belohnung ein und setzen wieder die flinke Finger. Sollen wir A, die Karten und B, vielleicht von den Büchern irgendwas, was da harmloser ist, mitnehmen, um da noch eine Krone draus zu machen? Die Karten auf jeden Fall. Also büchertechnisch sind sicherlich eher die gepfefferteren etwas, wo wir mehr Kronen machen können. Boah, ich weiß nicht, ob das irgendwelche Schilling-Romane sind. Weißt du, wie man sagt, Karl, je abseitiger, desto Geld. Was hast du denn für ein Buch, Hu? Du hast doch eins mitgenommen. Das ist nicht interessant. Irgendein komischer Roman. Hast du schon durchgelesen? Nee, noch nicht, aber es wäre vielleicht mal interessant zu gucken, was Menschenliteratur so beinhaltet. Gut. Das Leben und Leiden der jungen Schalia-Priesterin Alfinda. Ja. Hm. Kennt ihr? Oh, es gibt sehr viele Geschichten über Schalia-Priesterinnen und ihr Leben und Leiden. Oh. Ach, ich glaube, es gibt zumindest weniger, also mehr über junge Schalia-Priesterinnen als über alte Ulrich-Priester. Gerne auch blutjunge Schalia-Priesterinnen. Ich muss sagen, das geht, aber wenn ihr das sagt. In dem Buch sind Holzschnitte drin, aus denen man schließen kann, dass Schalia-Priesterinnen große Schwierigkeiten dabei haben, ihre Roben anzubehalten. Ja. Oh. Oh, Falten? Oh. Das ist nicht in der Mitte ein Leporello. Centerfold, das sie sind vor. Gut, ja, nein, das wird uns wahrscheinlich eventuell. Ja, gut, du hast direkt smart gegriffen. Was soll's? Gold ist Gold. Packen wir das irgendwie zu unserer anderen Fracht. Hallo, ich will das lesen. Das ist mein Buch, okay? Ja, ist in Ordnung. Wir nehmen andere Fracht. Aber schaut drauf, dass darin nicht irgendwie Wabsteine oder seltsame Runen zu finden sind. Was ist eigentlich mit den Ghoul-Leichen? Wollen wir die noch verbrennen oder Zwerge werden aufräumen. Die wir da noch haben? Das ist Zwergensache, denke ich. Wisst ihr, es ist ein bisschen sympathisch. Also da ist ein Turm mit einer dunklen Gestalt, die Untote als Diener nutzt und irgendwelche Kreaturen erschafft, die Zwerge frisst. Aber sie liest kleine schmutzige Nackenbeißer. Irgendwas Sympathisches ist daran, finde ich. Das macht es wieder ein wenig menschlicher. Hm. Ja, doch menschlich wahrscheinlich schon. Vielleicht war sie ja Schalia-Priesterin. Ah. Vielleicht habt ihr gefunden, was Alfina meint. Den Schlüssel suchen, habe ich das richtig verstanden? Wieso bringst du es dir jetzt wieder auf das Tablett? Du warst doch dagegen. Ja, aber ich bin überrascht, dass ihr es. Oh, ich bin noch nicht an Bord. Jetzt nicht. Okay. Ja. Wir haben ja trotzdem. Ihr könnt mich ja rufen, wenn ihr mich braucht. Ich setze mich zur Not hier zur Seite und lese was. Kann ich mal einen von den Schlüsseln haben? Ich will nur einen letzten. Ich gebe dir alle fünf, bitteschön. Dankeschön. Klapper, die Klapper, die Klapper. Da sind sie in den besten Händen. Ja. Ich würde mal vier davon in meiner Umhängetasche verschwinden lassen und mit dem fünften in der Hand sehr sichtbar zu der Vorarbeiterin auf. Ja, die steht an einem Tisch, wo sie die Baupläne beachtet und sie hat auch ein Ledersäckchen mit eurem Geld beiseite gelegt bereits und schaut freundlich auf. Du stellst fest, dass das erste Mal, dass ihr sie gesehen habt, war sie ja sehr außer Atem und ihr dachtet, dass ihre rötliche Gesichtsfarbe daher rührt. Aber offensichtlich ist das normal. Sie hat immer noch knallrote Bäckchen und schaut etwas überrascht hoch. Werte Damen, wie ich sehe, habt ihr unsere Bezahlung bereits vorbereitet. Hier. Das ehrt euch. Mit einem Bonus und sollten wir tatsächlich dank eurer Arbeit schaffen, den Semaphorenturm rechtzeitig fertigzustellen, was in mittlerweile 6 Tagen wäre, so bin ich bereit. Nein, so werde ich, so wahr mein Name ein Jules Isenbart ist, euch noch einen Bonus von 5 Goldkronen zahlen. Frau Isenbart, wir werden ja nicht mehr hier sein.
Aber vielleicht kommt ihr hier wieder vorbei. Ich meine, wir sind hier am Reik. Ihr habt eine Barke auf dem Reik. Es würde mich überraschen, wenn ihr niemals hier wieder zurückkehren werdet. Und wir nach der Fertigstellung noch alle Gerüste wieder abbauen müssen. Wir müssen uns noch um einige Dinge hier in der Nähe kümmern und den Semaphor selbst vollständig noch installieren. Das heißt, ihr habt noch einige Zeit, uns hier anzutreffen. Ich hätte aber vor allem noch eine Frage, Frau Isenbart. Oh, sicherlich, wenn ich euch irgendwie weiterhelfen kann. Sie steigt auf ein kleines Fässchen, um auf Augenhöhe zu sein. Habt ihr bei euren Arbeiten am Semaphor so etwas schon einmal gesehen, gefunden? Nein, ganz sicher nicht. Ich weiß nicht mal, was für ein Metall das ist. Das macht mich jetzt gerade fuchsig. Sie greift mit einer Hand danach. Lässt du sie es anfassen? Ja. Sie kannst du sogar nehmen, wenn sie möchte. Sie dreht es hin und her, kratzt mit dem Nagel drüber, schnuppert dran. Dann zieht sie aus ihrer Weste einen Ring mit Kettchen, an denen ganz viele kleine Splitter dran sind, und kratzt mit denen an dem Metall herum. Hm, bemerkenswert hart. Aber nicht kaputt machen. Oh, nein. Es ist nur ein leichter Ritztest. Normalerweise sollte fast alles hier davon Metall irgendeine Spur beibringen können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht natürlich ist. Also nehmt es weg von mir. Mhm. Und es ist auf keinen Fall zwergische Arbeit, das kann ich euch versichern. Danke für die Expertise. Dann stecke ich es ein und gehe zu den anderen zurück. Sicher doch, guter Herr Lesterlaute. Und nehme denen das Geld mit. Es klimpert sehr fröhlich. Das werde ich erstmal, wer auch immer gerade unser Geld verwaltet, überreichen. Ich habe unsere Belohnung mitgebracht. Ja. Gruppenkasse hatte ich, glaube ich. Ja, das waren 6 Silberschillingen pro Person. 6 Silber pro Person, fantastisch. Sind wir bei 24 Silber. Jetzt müsste man noch wissen, wie die Umrechnung in Goldkronen ist. Steht auf dem Blatt. Die Frage, wo ist die 12 und wo ist die 20 in diesem System? Ja. Es ist leider ein realistisches Geldsystem. Also ein frühneuzeitliches realistisches Geldsystem. Das ist schlecht. Ja, leider. Ja. Hab's vermerkt. Ja. 20 Silberschilling sind ein Gold. Okay. Und 12 Pfennige sind ein Schilling. Ja, genau. Natürlich. Was selbstverständlich. Es ist noch nicht annähernd so schlimm, wie das britische Geld tatsächlich war. Also. Frau Isenbart sagt weiterhin, dass diese Schlüssel nicht zwergischer Machart sind und dass das Metall, aus dem sie bestehen, nicht in der Natur vorkommt. Nicht in der Natur. Verblüffend. Magisches Metall. Könnte das dieses Warpstone sein? Ich glaube, das ist tatsächlich nach allem, was ich gerüchteweise gehört habe, eher ein Stein. Aber es könnte natürlich sein, dass mit diesem Warpstein eine Legierung geschaffen ist, die so aussieht. Also würdest du sagen, behalten oder im Reich versenken? Ich würde sagen, den 5. suchen und die Tür aufmachen. Den 6. Den 6., ja. Ich weiß, du hörst es nicht gerne, Warner, aber ich weiß nicht, aber ansonsten das Gefühl, mit, ich mein, du weißt, wie das ist, wenn man irgendwie vom Tisch aufsteht, ohne das Dessert gegessen zu haben. Angenommen, singen die letzte Strophe weglässt. Angenommen, unser Nackenbeißer-Freund mit dem Hang zu nekrotischen oder Freundin hat sozusagen ein System und jeder Zombie einen Schlüssel. Wir haben keinen Zombie mehr gefunden. Was ist, wenn Zombie 4 aus Versehen der Tür zu nahe kam? Die schwingt auf und er ist jetzt irgendwo in Richtung Talabekland unterwegs und wir werden ihn und den Schlüssel nie mehr wiederfinden. Aber wir haben doch den Schlüssel für den Ausgang gefunden. Das heißt, der Zombie, der den Schlüssel für den Ausgang hatte, ist gar nicht raus. Ach so, der fressende Zombie meinst du, der dich... Ja. Und die standen ja auch eigentlich immer rum, wenn man sich ihnen nicht genähert hat. Die haben ja schon Staub angesetzt. Ja. Aber Fakt ist, es war kein weiterer... Ich meine, wir können noch einmal den Rundlauf jetzt bei Tageslicht begehen. Wir haben zwar kein Tageslicht da drin, aber sollten wir trotzdem nochmal machen, auch mit der Handvoll Schlüssel dabei und horchen, ob es irgendwo im Gemäuer Klick macht. Mhm. Also wir sehr leise sein. Ja. So hell wie möglich und so leise wie möglich. Nochmal einen zügigen Rundgang. Ja. Eine Stunde. Dann sind wir wieder auf dem Schiff.
Einverstanden. Gut. Guter Kompromiss. Ja. Ihr marschiert an den Wänden entlang, haltet Schlüssel gegen alles, was irgendwie euch verdächtig erscheint, tastet Wände ab, bewegt euch möglichst leise und lauscht, macht Bücher auf und so ein bisschen flattern lassen. Ja, tatsächlich machst du eins auf und stellst fest, es ist hohl und jemand hat ein kleines Fläschchen darin versteckt. Ist da noch Flüssigkeit drin? Ja. Riecht nach Honig und Kräutern. Da gehe ich Ruhe zu. Die könnte Alkohol sein, ich kenne mich damit nicht aus. Riecht dran, riecht es nach Alkohol? Nein, es riecht tatsächlich wie der Heiltrank, den du vor ein paar Stunden zu dir genommen hast. Ich stecke ihn an. Sehr schön. Ihr seht, als ihr dann irgendwann staubbedeckt, aber unerfolgreich, ihr habt nichts weiter gefunden. Oh nein, wie schrecklich. Fünf Schlüssel passen perfekt in die Schlüssellöcher im Boden, aber es fehlt ein Sechster. Nur mit fünften passiert nichts. Nirgendwo knackt es, nirgendwo geht weiter was auf. Tatsächlich war die im Buch versteckte Flasche noch das Aufregendste, was euch begegnet ist. Tja, damit kommt ihr dann staubbedeckt wieder heraus und Renate Hausier geht schon nervös an Bord der Flinkenfinger auf und ab und schaut euch dann so mit so einem. Dann haben wir halt noch ein für die Verzögerung ein, zwei, drei Bücherbündel geschnürt und nehmen die mit aufs Schiff, verabschieden uns von Meisterin Isenbart und ihren Arbeitskollegen. Die sie alle sich sehr dankbar zeigen, auch wenn sie natürlich getroffen sind. Die Zwergenknochen sind inzwischen geborgen worden und in verzierten, metallbeschlagenen Kisten bereit gemacht worden, in die Heimat zurückzuwandern, wo sie dann beigesetzt werden können. Ein guter Bau weiterhin und vor allem ungestört. Auf das Handwerk, Freunde. Auf das Handwerk. Ihr bekommt noch ein paar Käseschnitten und dergleichen mit, als es dann weitergeht. Und die Flinkerfinger mit dem Wind im Rücken flussaufwärts fährt. Reik aufwärts. Genau, nach Süden. Der nächste größere Ort, den ihr erreichen würdet, ist Camperbad. Wollt ihr dort irgendwie Dinge verkaufen oder einkaufen? Ja, ja. Da ist Karl ja mittlerweile echt geübt drin. Mhm. Da machen wir wieder eine Warenroutine. Ja. An den Docks fragen, was die Kollegen so alles, was momentan gerade gut geht, ob irgendwo gerade Bestände frisch ausgeladen sind, bevor sie auf den Markt kommen, vielleicht gleich umgeladen werden könnten. Tatsächlich läuft es nicht gut, sagte er jemand, mit dem du vor ein paar Jahren schon Kontakt hattest, als es darum ging, bessere Arbeitsbedingungen für die Schauerleute in der Stadt zu erreichen. Es gibt Ärger in der Region. Der Großprinz von Ostland, der heuert wieder Söldner an, um Talabekland anzugreifen. Das ist niemals gut für den ruhigen Handel. Ja, alle beschaffen auf einmal Korn und Waffen. Und außerdem werden Schiffe beschlagnahmt, um Truppen zu transportieren. Er spuckt zur Seite aus von seinem Kautabak, Prim, den beißt er wieder ein Stückchen ab danach. Und Zwerge machen Ärger. Im ganzen Grissenwald. Das heißt, viel von dem Glas, von dem Waldglas und Holz und dergleichen kommt hier nicht regelmäßig genug an. Ich meine, unsere Zwerge hier, das sind anständige Leute in Camperbad. Hart arbeiten, gute Mitglieder der Gemeinschaft. Machen tolle Arbeit. Lass ich nichts drauf kommen. Und ihr Bier. Aber da im Grissenwald, das scheinen Abschaumzwerge zu sein, sag ich mal. Ich meine, es gibt ja auch unanständige Menschen. Bin mir sicher, es gibt auch unanständige Elfen. Sind das irgendwie... Ich meine, die sehen aus, als hättet ihr die unanständigen Elfen dabei, die zwei, die ihr gefunden habt. Aber ich sag ja nichts. Ja, die sind... Hören die so gut, wie man immer behauptet? Oh ja. Die sind so anständig oder unanständig wie wir. Also, unanständig. Die Zwerge da, sind das irgendwie Untertanen des Imperators oder sind das irgendwelche zugewanderten Zwerge aus den Bergen?
Das weiß ich nicht, mein Lieber. Oder überhaupt, ich meine, das heißt da ja irgendwie... Also Zwerge sind Zwerge, ja? Ja, Schwarzspitzen... Eigentlich gehören die ja alle zu ihren zwergischen Städten. Die wenigsten sind ja tatsächlich Untertanen des Imperators. Sind ja unsere Verbündeten, ne? Sie haben schließlich Galmaras geschmiedet für Sigma. Ja. Als er Sigma sagt, geht ringsum alle Leute, die vorbeigehen, für Sigma. Ja, Sigma. Genau, das Zeichen des zweischweifigen Komets für Sigma oder die Adlerschwinge. Ein absoluter Automatismus. Aber ich sag dir, das Imperium, das knarzt an allen Ecken und Enden. Nicht nur, dass die Prinzen miteinander Krieg führen. Die Schwester des Imperators, die ist das ganze Jahr nicht gesehen worden. Das heißt, die hat eine Affäre. Mit einem Priester! Also, mit einem Sigma-Priester oder? Alia-Priester. Nein. Oh, ihr kennt auch die Alphide-Bücher, ja? Klassiker. Seit Jahrhunderten nichts Besseres rausgekommen. Nee, soll ein Sigma-Priester sein. Fahrt ihr weiter flussaufwärts? Mhm, haben wir vor. Pass auf, Übles kommt der Fluss runter. Wir schwimmen regelmäßig seltsam geformte Leichen. Ich meine, Bruder, es gibt keine Mutanten im Imperium, das wissen wir. Natürlich nicht. Wir haben das Schiff übernommen, weil da seltsam geformt. Also nachdem wir es übernommen hatten, waren es seltsam geformte Leichen, ja. Mhm. Da schwimmen immer mal wieder welche im Fluss. Und Burg Wittgenstein, da werdet ihr dran vorbeikommen müssen, wenn ihr weiter nach Süden fahrt. Haltet da nicht, ja? Danke. Leo macht sich eine geistige Notiz, unbedingt Burg Wittgenstein zu besichtigen. Runner macht sich eine Notiz, nicht halt eine Burg Wittgenstein. Burg Wittgenstein. Ja, genau. In Runner notiert sich. Runner notiert sich Wittgenstein meiden und schaut rüber und sieht, wie Leo in dem Moment Wittgenstein ist sicher ein Besuch wert in sein Tagebuch schreibt. Genau. Ja, selbst die Leute, die da wohnen, mit denen stimmt was nicht. Also, ich meine, in der Burg sowieso. Das Geschlecht von den Wittgensteins. Verflucht? Mindestens verflucht, ja. Und die Leute in Wittendorf, da niemand da anhalten will, weißt du, haben die Cousins und Cousinen da zu lang untereinander, ne? Der Stammbaum ist ein Weiß. Ah, gut gesagt. Er hat gesagt, der Stammbaum ist ein Krüppelkiefer. Aber... Sehr schön. Ja, nee. Die sind seltsame Leute. Ganz, ganz komisch. Aber wenn ihr dann an Wittgenstein vorbei seid, dann ist die Fahrt wieder gut. Aktuell keine Meldungen von irgendwas, außer, wie gesagt, Zwergen, die Ärger machen. Im Christenwald. Aber du wolltest eigentlich über Handelsgelegenheiten. Was habt ihr denn dabei? Und dann geht's darum, was ihr an Ware löschen könntet. Das ist wirklich Großartiges und erzähl. Die schlüpfrige Romane tatsächlich wirst du los für ein paar Silberschlinge. Einen behalte ich aber. Den hast du noch nicht zu Ende gelesen. Da bin ich noch dabei. Und dann kriegst du raus, oh Gott, das ist eine Trilogie. Nein, es sind 6 Teile, verdammt. Dann können die anderen auch behalten. Ja, und es, irgendwann erklärt sich auch, warum du am Anfang überhaupt nicht verstanden hast, worum es geht. Das ist der 5. von 6. Ich sehe uns schon durchs ganze Reich ziehen und die Bände 1 bis 4. Ja, das sind die Collectibles. Ja. Wir können gerne das, wenn am Ende der Runde gibt es wieder Erfahrungspunkte und dann können wir gerne auch schauen, irgendwie, was ihr an Geld erhandelt habt. Also für die Bücher kriegt ihr auf jeden Fall nochmal 10 Silberschilling. Und wenn ihr andere Waren löscht, ihr hattet da noch ein paar Alkoholiker, die hier tatsächlich gerne genommen werden. Da kommen, glaube ich, nochmal insgesamt 12 Goldkronen tatsächlich zusammen, wenn ihr die Fässchen loswerdet. Ja, Ben schreibt schon fleißig mit. Lässt sich irgendwas einkaufen, was man im Grissenwald oder einfach reichaufwärts Werkzeug tatsächlich.
Also sowas wie Sägeblätter und Nadeln und dergleichen. Dinge, die hier billig hergestellt werden von den hartarbeitenden zwergischen Handwerkern von Kemperbad. Wie viel willst du denn da investieren? Ich würde schon sagen, das, was wir jetzt eingenommen haben. Also direkt die 12 Goldkronen wieder in Werkzeug. Wie würdet ihr das sehen? Gute Idee. Kann man immer gebrauchen, ne? Gut. Dann habt ihr mehrere Stiegen mit Hammerköpfen, Axtblättern, Äxten, Axtblättern, Sägeblättern, Nadeln, Pins und allem möglichen. Kleine Scheren und so etwas, was man alles brauchen kann an Eisenwaren an Bord. Ja, das ist sinnvoll, ja, auf jeden Fall. Und dann könnt ihr Kemperbad wieder verlassen. Aber wenn Leo auf den Steg steigt, räumpelt ihn jemand kurz an und er spürt ein plötzliches Ziehen an seinem Skalp, an seiner Kopfhaut. Und dann rennt jemand mit tak, 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 tak von Stiefel absetzen in der Menge davon. Ein langer, purpurner Schal weht hinter der Person her. Der hat irgendwas mit mir gemacht. Und dann renne ich los. Er hat die Haare ausgerissen. Kommen wir da hinterher? Könnt mal einen Kauf auf eure Agility machen. Probieren wir doch. Agility. Da ist doch das Wort Gil schon drin. Ja, 43 von 42. Das ist eine 11 von 48. Oh, okay. Ja, gut, ich halt 30 drüber. Ich laufe heute nirgends. Oh, ich habe eine 25 von 49. Das wäre eine Schätzzahl. Ja. Gut. Gil und Ruano holen tatsächlich locker auf. Kann ich ihn umtackeln? Du links, ich, okay. Du kannst sie kannst du umtackeln. Kann ich sie umtackeln? Das kannst du gerne versuchen, indem du in dein Handgemenge rein. Was ist das? 49 von 61. Also 2 Stufen. Und sie weicht ganz beschissen aus. Ja, das heißt, du springst von hinten gegen sie, Ellenbogen voraus, pflanzt ihn zwischen ihre Schulterblätter und mit einem Pack und fällt ich sie auf hin. Sie legen und sie gegen den Boden drücken. Hey, guck, was sie in den Händen hat. Sie redet ziemlich viel. Eine Strähne Haare, die sie Leo ausgerissen hat. Okay, lass sie zu Wort kommen. Wir wollen wissen, was sie damit will. Es stehen auf einmal direkt mehrere Leute um euch herum. Was macht ihr da, Elfenpack? Was willst du? Ich stehe auf, um das die Menge zu beruhigen. Die Frau, die mit ihrem Kinn gebremst hat, versucht eine Hand dagegen zu pressen, reißt sie dann sofort wieder weg und stößt ein Schmerzenslaut aus, aber kein klares Wort. Diese Frau werde ich so laut, schon aus einiger Entfernung laut sagen und auf die Frau am Boden deuten, hat mich eben am Steg angegriffen, obwohl ich sie überhaupt nicht kenne. Ich glaube, es hat sich um einen Taschendiebstahlsversuch gehandelt. Und das da ist aus mein Arbeitgeber und deswegen habe ich versucht, sie zu fangen. Aus dem Weg! Jemand mit pludrigen Hemdsärmeln und dem Abzeichen von jemandem der Stadtwache mit zwei... Ich will versuchen, ihr die Haarsträhnen noch aus der Hand zu nehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Die leistet keine Gegenwehr mehr. Schiebt sich durch die Menge. Sobald ich sehe, dass Stadtwache kommt, stehe ich auf. Ja. Also, eine Diebin, ha? Huh? Was hat sie gestohlen? Ich glaube nicht, dass sie so weit gekommen ist. Sie hat an meinen Haaren gerissen, ungeschickterweise. Und als ich dann herumgefahren bin, ist sie weggerannt. Sie hat euch Haare ausgerissen? Fragt eine ältere Dame in der Menge. Hexenwerk! Ja. Sofort geht lautes... Meint ihr? Finstere Magie! Sie wollte euch verfluchen! Nein. Sie ist eine Hexe! Und um Sigmas Willen! Wie konnte sie mir das antun? Die Farbe des Schals. Ich würde zu Leo gehen und sagen, hier, Chef, eure Haarsträhne. Danke. Ja. Da ist jetzt irgendwo eine kleine kahle Stelle an deinem Hinterkopf. Ja, doch sowieso wird schon so viele Haare gelassen. Immens schnell. Das ist für uns. Frau wird immens schnell in Eisenketten gelegt und davon geschleift. Das Lila war ein... Also die waren ja nicht einheitlich lila, aber schon sehr eindeutig. Ja? Der Schal. Das kam euch sehr vertraut vor.
Das lässt uns nicht los, was lässt er lauter? Doch, Karl rasieren. Ja, es ist. Es ist wie ein Fluch, der einfach nicht mehr aufhört. Glück haben wir den Fluch jetzt erstmal zumindest erleichtert. Wer weiß, ob sie wirklich mit den Haaren irgendwie. Wahrscheinlich wollte sie irgendwas mit den Haaren anfangen. Wir hatten schon komische fliegende Doktoren. Ja. Ja. Ich würde sagen, wir würden auch wieder zurück Richtung. Ja, zurück aufs Schiff. Ja, aber relativ, vielleicht ein bisschen leiser auch drüber reden. Und Ru vielleicht hinter Leo laufen einfach. Ja. Das wäre gut. Ich meine, sie wollte entweder irgendeinen Fluch, vielleicht irgendwas, um ihn zu verfolgen, herauszufinden, wo er ist. Mhm. Schwer zu sagen, ohne dass ihr selber Ahnung von Magie habt. Mhm. Aber es geht weiter nach Süden. Und zum Abend hin sucht ihr nach einer Stelle, nach irgendeinem kleinen Ort oder sonst wo, wo ihr verteuen könnt, weil im Dunkeln den Fluss aufwärts zu segeln ist, wie euch auch eure Helferin Renate versichert, eine ganz beschissene Idee. Und sie hat nicht vor, schon wieder das Schiff zu verlieren, beziehungsweise seine Crew. Und als ihr euch einem kleinen Pier, das ins Wasser hinaus tragt und das von einem Weiler offensichtlich in erster Linie genau zu diesem Zweck betrieben wird, wo auch schon ein paar andere Barken liegen, seht ihr da jemanden zusammengesunken auf seinem Pferd sitzen, neben einer Frau, die neben ihm reitet, der dann hochschaut, die Augen weit aufreißt, kurz zu die mit der dünnen Hand auf die Schulter seiner Begleitung haut, dass das Pferd herumreißt und eilig vom Fluss weggaloppiert. Die Kapuze wird noch von dem Wind, der ihm dabei in den Mantel fährt, heruntergerissen. Und ihr seht, als er panisch über die Schulter blickt, das magere, spitzennasige Gesicht von eurem fliegenden Magier. Nein. Ernst Heidelmann. Heidelmann. Ich winke ganz freundlich. Ich greife ihm ein nicht. Aber ihr hört in der Ferne, als er davonreitet, ein schweres, feuchtes Husten. Und erinnert euch, dass ihr seine Medizin beim Elvira Kleines genau versetzt habt. Ja. Und ich schätze, wir machen dann das nächste Mal weiter, wenn ihr beim Wegfluss aufwärts Burg Wittgenstein passiert. Meidet. Meidet und euch weiter auf den Weg in Süden macht, wo sowohl... Erforscht, meinst du? Erforscht heißt es oft in der Menschensprache. Ja, ihr haltet jetzt auf eine Region zu, wo sowohl Herr Heidelmann ein Rendezvous hat mit einem Tankerherzen, als auch Zwerge für Unruhe sorgen und vor wahrscheinlich doch mindestens ein, wenn nicht 200 Jahren, schwer zu sagen, wie dicht der Staub da lag, ein finsterer Magier, der Untote erschaffen hat, beschlossen hat, dass dort ein wichtiger Ort ist, der mit Morslieb zusammenhängt. Alles wunderbare Vorzeichen. Und Leute mit purpurnen Schal sind immer noch hinter euch her. Es ist dieses Dreieck auf der Karte. Da überschnitten sich die Endlinien, ja? Ja, richteten sich die Endlinienlinien. Warte. Wie so ein kleiner, spitz zulaufender Nagerkopf mit kleinen oben. Öhrchen. Ja, so habe ich das immer gedeutet während meiner aktiven Zeit. Ja. So, also auf Wittgensteinhöhe Leo unter Deck einsperren. Möglicherweise, ja. Wir können einfach ja vielleicht mal so anhalten und Leute fragen, warum Wittgenstein dann so einen schlechten Ruf hat. Ja. Dann nur mal gucken. Ja, mal gucken. Erst mal gucken, dann mal sehen. Was der Typ überhaupt noch am Leben ist. Eine verkehrte unglückliche Zufälle. Wunderbar. Dann machen wir nächstes Mal weiter. Ja. Dann sehen wir zu, dass wir bald einen Termin finden. Es macht weiterhin sehr viel Spaß. Jedes Mal habe ich eine weitere Regel vom System auch auf der Platte. Diese Woche leite ich 5 verschiedene Spiele. Das ist eine Menge. Nein, 2-mal ist Cthulhu. Immerhin. 4 verschiedene Spiele an 5 Terminen.
Deswegen wie immer entschuldigt, wenn ich nicht alle Regeln auf der Platte habe. Aber ich glaube, wir sind hier auch alle Leute, die sagen, dass Regeln weniger wichtig sind, als dass es insgesamt funktioniert und Spaß macht. Wedeln. Ja, aber ich mag tatsächlich das System von Warhammer Fantasy. Das ergibt alles irgendwie cool, ja. Sinn und ist auf vernünftige Art und Weise eigentlich zusammengefügt. Ja. Es war wunderbar. Kann man noch irgendwo hin raiden? Ich nehme an, Bananepik bleibt nicht länger online, oder Bananepik? Nee, ich muss gleich ins Bett. Du musst ins Bett. Dann schicke ich euch einfach vielleicht zur Haselnuss. Die ist ausdauernd, wie immer, nehme ich an. Ihr spielt Darkest Dungeon. Ist doch auch was. Es war wunderbar. Vielen Dank an Oliver als Leo Lesterlaute. Es war mir ein Fest. Halte die Augen offen nach Dingen, die Oliver macht. Der macht Bücher und ich glaube, er hat wieder Geschmack von Blut geleckt an der Verlagsarbeit. Ja, schon. Ben macht keine Bücher, aber dafür Rollenspiel und anderen Krims und Krams im Stream bei Ben & Paper. Vielen Dank für die Lachsanell heute. Merci. Ihr findet den Weg. Außerdem sind die meisten von euch auch von dort gekommen heute. Insofern, ansonsten findet den Weg zu Bananepik von Orkig im Geschmack. Was passiert bei euch, beziehungsweise erst die Frage an Ben, was ist bei dir das Nächste? Ist das schon Cthulhu am Freitag? Nee, du hast morgen wieder morgen die Runde. Genau, morgen Anni vor einer Pause und nee, dann sind wir schon am Freitag dran, genau. Und am Sonntag der Walker mit seinem zweiten Teil bei euch auf dem Kanal. Stimmt, der hat ja tatsächlich er setzt fort sein erstes Mal Spielleiten. Mhm. Also ist es sein 1,5. Mal Spielleiten, würde ich sagen. Und dann die Orkig-Mädels, was macht ihr? Ich bin tatsächlich nur extern unterwegs. Freitag bei Ben und Sonntag bei euch wieder, bei Walkers Runde. Sehr schön. Ja. Und dann der Thomas, der streamt nicht. Und ich weiß nicht, ob du gerade an irgendetwas Rollenspielerischem arbeitest, aber ich glaube, du bist eher in normalen Gewässer unterwegs. Ich bin aktuell gar nicht in irgendwelchen großartigen Gewässern unterwegs, sondern versuche gerade wieder ein bisschen gesund zu werden mit diverser Krankengymnastik und ähnlichem Kram. Und werde dann allerdings schauen, dass ich diverse Kleinprojekte im Rollenspielbereich ein paar Angebote bekommen, dass ich ein bisschen aushelfen soll, ein paar kleine Abenteuer schreiben und sowas. Das wird dann im Sommer wieder passieren. Und ich muss ja hier auch, was heißt muss, ich will auch steht noch so ein die Zitadelle im Nebel. Da stehen noch Texte aus, damit es in eine Fassung kommt, in der man es mal testspielen kann. Ja, da freue ich mich drauf. Ich weiß noch nicht, welche creepy Spezies ich spielen will. Aber ich glaube, Fliegen. Ich glaube, ich hätte Lust auf Fliegen. Ja, so oder so. Ihr bekommt 10, 25, 50 Erfahrungspunkte. 50, gut. Sehr gut. Mal anlegen, ja. Aber wisst ihr was, ich gebe euch insgesamt 70, weil wir ja relativ dicht spielen und weil ihr schönes Rollenspiel geleistet habt und hier extra dabei steht, ich soll auch Punkte für schönes Rollenspiel geben. So. Gutes 70 Buch. Punkte für alle. Dann könnt ihr vielleicht nochmal was Hübsches damit kaufen. 50, ja, das kann gut gehen. So, dann cool. Schmeiße ich euch rüber zur Haselnuss 3U 2S und weise noch darauf hin, morgen ist hier die Nessie, aber ich weiß noch nicht mit was. Am Mittwoch spielen wir The One Ring, am Donnerstag spielen wir The One Ring. Am Mittwoch spielen wir, Herrgott, noch mal zu viel diese Woche. Am Donnerstag spielen wir Orient Express. Mittwoch spielen wir The One Ring. Am Freitag leite ich Cthulhu bei Ben, das Drachengrab, das vorletzte Mal. Am Samstag bin ich bei Shoyoka und leite ein Dread-Zombie-Abenteuer. So läuft's. Okay. Voller Plan. Passt auf euch auf. Ich tu's auch. Macht's gut. Habt einen schönen Abend und esst was Leckeres, entweder als Nachttupferl oder morgen. Und lasst euch ansonsten von Orkig beraten, die haben da immer einen guten Geschmack. Macht's gut. Ich mach dir auch.